Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 378. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute, gute. Die Frau Alex. Servus. Der Herr Basti. Gute und Grüße. Und die Frau Franzi. Hallo. Hallo. Wir wollen heute reden über Winterpause, über Hoffenheim, über das Eintracht-Trauma von Herrn Löw und über andere Dinge. Aber erstmal müssen wir reden über was wollten wir reden, Marvin? Über die U23, ne? Genau, genau, denn die U23, die es ja eigentlich so nicht mehr gibt, ich weiß, wie oft wir schon darüber gesprochen haben in den letzten Monaten und Jahren, ja immer mal wieder referiert, es ging da darum, auch zu sagen, naja, war das jetzt so sinnvoll, war es nicht so sinnvoll, haben es ja lange verteidigt, die führenden Eintracht-Menschen, aber jetzt ist es irgendwie so, jetzt will man ein bisschen fast zurückrudern und denkt laut darüber nach, die U23 zurückkehren zu lassen. Mittlerweile auch sogar notfalls in der 8. Liga, aber was ich auch so ein bisschen gehört habe, und Franzi, du auch als FSV-Expertin kommst da so ein bisschen ins Spiel, das könnte sich auch irgendwie mit dem FSV irgendwie, ja wie soll ich sagen, auswirken, oder? Naja, also einerseits macht es für uns ja immer was aus, wenn jemand aus unserer Region eine U23 aufmacht und die dann aufsteigt, haben wir noch eine zweite Mannschaft in der Liga. Das macht die Liga immer einen Ticken unspannender. Aber natürlich ist die U23 für uns immer so ein spannendes Thema, zumindest seitdem wir in der 4. Liga sind. Weil wir natürlich, also das ist zumindest so das, was wir in der FSV-Fanszene auch immer wieder diskutieren, uns fragen, warum die Eintracht nicht ihren Nachbarn nutzt, um Leuten Spielpraxis zu geben. Also das ist so die große Frage. Und eine ganze Weile konnte ich auf jeden Fall noch Antworten drauf geben, weil ich bin mir relativ sicher, dass gewisse Menschen nicht mit Bernd Reisig zusammenarbeiten wollten, was ich auch verstehen kann. Und der hat halt noch durchaus Spieler gehabt mit Spielerverträgen und hatte noch was zu sagen. Das ist aber nicht mehr der Fall. Also wenn ich da richtig informiert bin, hat Bernd Reisig nicht mehr wirklich die Finger bei uns im Verein mit drin. Ja, und ich meine, Hessen 3 Eich war ja so ein Versuch, glaube ich. Der ist aber auch irgendwie gescheitert, ne? Ja. Meine Vermutung war ja, es gab ja dieses Freundschaftsspiel von der Eintracht gegen Gießen, ne? Genau. Mhm. Und meine Vermutung war, dass die Eintracht vielleicht Bock auf eine Verbindung zu Gießen hätte, aber die haben ja jetzt auch richtig krasse Probleme. Im Endeffekt also, da läuft gar keiner von denen. Genau, hat es gar keiner von denen geschafft. Ne? Du hast eben über Hessen 3 Eich gesprochen. Genau, Gießen ist jetzt genauso auch problematisch. Die Frage, die sich mir auch immer wieder auch gestellt hat oder uns hier allen, natürlich die Verbindung mit dem FSV. Man muss sagen, Franzi, du bist auch Eintracht-Fan, aber eigentlich noch viel größere FSV-Expertin jetzt schon seit vielen Jahren. Ja. Und befasst dich natürlich mit deinem und leidest natürlich ganz viel aktuell mit deinem Verein. Man muss sagen, befindet euch aktuell in der 4. Liga. Ja, man ist auch eher so am unteren Rand. Ne? Also es ist, wenn man nichts mit dem Abstieg zu tun hat, ist ganz okay. Ne? Ja, und vor allen Dingen ist das Zittern ja immer die Frage, wer steigt von oben ab? Und ich meine, letzte Saison war ja zum Beispiel so, Regionalliga Südwest ist ja immer tendenziell ziemlich schlecht gewesen und tendenziell ist niemand aufgestiegen und dann war es natürlich noch enger unten. Letztes Jahr ist dann ja Gott sei Dank Mannheim aufgestiegen. Das hat uns dann auch den Arsch gerettet unter anderem. Das war so einer der Faktoren. Gerade sind wir auf Platz 12, das ist kein sicherer Platz in der Regionalliga Südwest. Aber es ist zumindest kein Abstiegsplatz. Und ja, also das ist mit der U23, wie gesagt, es beschäftigt uns halt, weil es nicht nur für uns unverständlich ist, weil wir uns denken, so warum arbeiten die nicht zusammen, sondern es die Liga auch einfach unspannender macht. Du hast keinen Bock auf zweite Mannschaften in deiner Liga. Das macht Auswärtsfahrten unspannender. Das macht aber meistens die Eintracht, irgendwie... Aber die zweite Eintracht, das wäre doch vielleicht gar nicht so unspannend, oder? Naja, aber die Frage, wie viele Leute interessiert das ernsthaft? Also wie viele Leute gehen von zu Spielen von Eintracht 2? Und ich kenne Freiburger, die kommen tatsächlich auch mal zu Freiburg 2, aber Mainz 2 ist zum Beispiel, kommt halt niemand. Okay, ja, so. Gut. Ja. Gut, also das ist dann kommt bei uns dick. So. Ja, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Dafür bin ich heute da. Where's the difference, ja? Also klar, ja, das ist natürlich echt so eine Sache. Die Frage, die ich mir stelle, habt ihr denn, ihr habt ja auch eine zweite Mannschaft eigentlich, ne? Gibt's die noch? Müssen wir ja. Also soweit ich weiß, darf man im Ligabetrieb überhaupt nicht spielen, wenn man keine zweite hat, oder? Also ich weiß auf jeden Fall, wir haben unsere U19, die hat ja sogar Bundesliga gespielt vor 2 Jahren. Genau. Der Trainer von der U19 ist dann ja auch jetzt unser
boah, jetzt darf ich keinen Müll erzählen. Hakan ist auf jeden Fall bei uns ins Trainerteam auch mitgewechselt. Und wir haben eine ganze Menge aus unserer U19 übernommen. Und jetzt habt ihr mich erwischt. Naja gut, am End kannst du natürlich schon ohne U23 leben, weil das machen wir ja auch gerade. Ne? Also wir haben ja nur diese U19. Wir haben die U19 halt noch, ja. Genau, wir haben die U19, aber halt nicht das andere. Basti, wie siehst du das? Also wenn du über diese unsägliche Causa, die jetzt schon seit vielen Jahren zieht, U23 nachdenkst, was wäre denn für dich denn die A-Lösung gewesen? Also ich habe keinen Schmerzen damit, dass es keine U23 mehr gibt, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist der Aufwand, den man da betreiben muss, der jetzt steht für mich in keinem Verhältnis zum Ertrag, was die Profimannschaft betrifft, weil die Eintracht hat andere Probleme in der Jugendmannschaft. Ich glaube auch nicht, dass das besser werden würde, wenn die dann nochmal eine weitere Auffangstation haben, wenn Spieler vielleicht dann mit 21 oder so nicht so weit sind. Ich glaube tatsächlich, die Spieler müssen das schaffen, wenn die in der U19 sind. Und müssen dann auch noch bei der Eintracht sein. Das ist, glaube ich, das viel schwierigere Problem. Ich glaube, dass die Eintracht die Spieler viel zu früh verliert, weil andere da mit den dicken Scheinen wedeln im Jugendbereich. Ich glaube tatsächlich, dass uns ein U23 vielleicht helfen könnte, wenn es darum geht, verletzte Spieler wieder ranzuführen. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was der Sport dahinter sieht. Also zu denken, okay, das ist jetzt ein wettbewerbsverzerrend, wenn die Eintracht dann, keine Ahnung, plötzlich spielen da Toroyo, Veljic und Kamada in der U23, da haben die anderen Mannschaften, dessen täglich Brot, das ist auch kein Bock drauf. Also ich weiß nicht, ob die U23, ob das irgendwie, keine Ahnung, einen großartigen Faktor hat, beziehungsweise wäre das nur ratsam, wenn man sagt, okay, im Gesamtpaket Jugendarbeit, wenn man sagt, okay, wir wollen unsere Jugendarbeit komplett neu aufstellen und dann landen in dieser U23 vielleicht auch interessante Spieler, wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, weil wenn du ein interessanter Spieler bist, dann kauft dich auch irgendein interessierter Verein mit 17, 18 auch schon weg. Also es wird, glaube ich, nie so sein, dass du diesen Weg hast, spiel bei Eintracht in der Jugend, komm dann in die U23 und dann zu den Profis. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Aber ist nicht die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du aus einem Verein weggehst, wenn du eben weißt, ich muss es jetzt komplett von jetzt auf gleich irgendwie schaffen? Oder wenn du nicht würdest du nicht vielleicht dann auch eher bleiben im Umkehrschluss, wenn du weißt, okay, ich habe da nochmal irgendwie eine Möglichkeit, mich näher an dieses Profi-erste Mannschaft irgendwie ranzuarbeiten, weil wenn du aus der U19 rauskommst und du gehörst eben nicht zu den 1-2, die es tatsächlich in den Profikader schaffen, dann ist das Thema ja eigentlich durch. Aber warum denn nicht mit gescheiten Verleihkonzepten arbeiten? Also ich meine, das machen doch auch viele andere, gerade im Ausland ansässige Vereine, die halt einfach einen riesen Kader an jungen Spielern haben. Vielleicht, keine Ahnung, teilweise 20 Spieler, die einfach auf der ganzen Welt verteilt ausgeliehen sind. Guck dir doch so Fälle an wie ein Falero oder so, ne? Der ist auch mit 19 an die Eintracht ausgeliehen worden. Der hätte doch im Leben in keiner zweiten Mannschaft oder U23 Fuß gefasst. Das bringt halt nichts. Und du musst halt einfach in der U19 so weit sein, dass du den nächsten einen Schritt machen kannst, in irgendeine Liga ausgeliehen zu werden, wo du Spielpraxis sammeln kannst und darüber deinen nächsten Schritt zu machen. Das ist das billigste Konzept für die Eintracht. Du brauchst jemanden, der sich zuverlässig darum kümmert und dann kannst du deine Leute auch heranführen. Du darfst natürlich nicht so Verträge machen, dass du jemanden für ein halbes Jahr irgendwo hinschickst und der wird dir dann direkt weggekauft. Da muss man schon ein bisschen. Du brauchst auch erstmal das Material. Also du kannst so viele Spielkonzepte da hinstellen, wie du willst, wenn du kein, also du kannst tausende Wohnungen kaufen, da muss halt auch jemand wohnen. Also Wer ist denn jetzt bei uns zu sagen, okay, wenn U23 würde dem viel, viel helfen? Wie du sagst, Cetin und Nils Genderas zum Beispiel, dann verleih die halt in die zweite Liga. Da müssen sie sich das abholen. Aber das ist doch genau der Praxis. Punkt. Ja, oder da kannst du halt auch entscheiden und sagen, der kann erstmal in die dritte und dann in die zweite. Das sind ja auch alles Sachen, die kann man von einem Halbjahr aufs andere. Super flexibles Konzept. Und nicht hier U23, wo noch 10 andere Kicker, die leider kein Talent haben. Ja, aber dann werden wir ja genau wirklich der Punkt, sorry, aber das ist doch genau der Punkt. Weil das ganz Relevante ist hier die Ligenzugehörigkeit. Und die Ligenzugehörigkeit, da stellt sich die Frage, Franzi, natürlich, bei allem Respekt, vierte Liga, aber ist das dann, also wenn ich jemanden in der vierten Liga dann irgendwie aufbauen will, das dauert doch lang, bis der in der höherklassig dann wirklich erste Liga spielt, oder? Ich meine, Franzi, du kennst die erste, zweite und dritte Liga, oder? Das dauert doch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch nicht behaupten, dass die vierte Liga unbedingt der erste Anlaufpunkt für eine Aufbaumannschaft in der ersten Liga ist. Also wir hatten ja damals in der zweiten Liga, waren wir ja quasi teilweise die Aufbaumannschaft, ich glaube, es war für Hoffenheim. Also wir hatten kiloweise Hoffenheimer irgendwie bei uns. Da hatte ich auch das Gefühl, die werden halt zu uns geschickt, ja, versteht sich irgendwer mit irgendwem und deswegen haben wir die ganzen Hoffenheimer Leihspieler so. Da waren wir in der zweiten. Aber die U23 würde halt jetzt, was war das, Verbandsliga anfangen?
Ja, es gibt halt verschiedene so. Überlegungen. Ja, normalerweise also ist Verbandsliga. Überleg dir mal das, wie, oder also zumindest achte Liga, ich weiß nicht, ob das das ist, überleg dir das nochmal, wie lang dieser Weg wäre, den erst wieder zu gehen, wie viel Geld du da reinschießen müsstest, damit das funktioniert. Und dann ist überhaupt, du hast keine Garantie, dass du jedes Jahr aufsteigst. Das ist sehr wahrscheinlich, aber du hast keine. Ja? Kreisoberliga. Aber ich glaube. Ich würde sagen, das ist noch nicht mal Dritt, das ist noch nicht mal Gruppenliga, oder? Nee, ist, ist Kreisoberliga. Ja, genau. Das ist genau. Ganz, da kann ich ganz mich ja bei der Eintracht anmelden, Alter. Geil. Ja. Wir hatten als FSV mal eine zweite Mannschaft, die nur aus Fans bestanden hat, weil wir die haben mussten, damit wir noch im Ligabetrieb bleiben. Gab's schon immer durchaus. Die Eintracht spielen. Sehr gut. Mach das mit der U23. Sehr gut. Naja, aber die Frage ist doch, was für eine Perspektive will man seinen jungen Leuten bieten irgendwie? Und das ist schon was, ich meine, für den FSV ist es teilweise fast schon Vorteil, dass irgendwie super viele junge Spieler, so das, was ich aus dem Off höre, frustriert sind, weil sie wissen, bei der Eintracht haben sie keine Perspektive, dann kommen sie halt zum FSV, so, ne? Für uns ist es da tendenziell geil, weil wir wirklich viel Nachwuchs aus der U19 hochziehen, weil wir auch einfach drauf angewiesen sind, so. Wir haben keine Kohle, was soll man machen irgendwie? Und wenn die Regionalligaspielbetrieb Erfahrung haben, kommen sie woanders unter im Zweifel. Aber ich denke mir schon so, als Eintracht ist es auch vielleicht gar nicht blöd zu sagen, hier, ich habe hier noch eine Regionalliga, also wenn die in die Regionalliga hochgehen würden, ich habe hier noch eine Mannschaft, wenn du bei uns nicht im ersten Kader spielen kannst, kannst du irgendwie im zweiten spielen, du hast Spielpraxis, du bist nicht direkt raus und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für Spieler nochmal ein Argument ist, zur Eintracht zu gehen, wenn sie irgendwie in die zweite Reihe fallen. Weil das ist ja schon die Frage, so welche Perspektive bietet man Spielern, welche Zukunftsperspektiven bietet man Spielern und welche Motivation bietet man der Jugend? Und wenn ich mir überlege, der FSV wäre am Arsch ohne seine Jugendarbeit, dann hätten wir den Verein auch gleich abmelden können. So, aber wir haben die krass gute Jugendarbeit, wir haben deswegen eine Basis im Verein, die irgendwie da ist und Spieler, die wissen, sie können bei uns ihren Karrieresprung packen. Deswegen, weiß nicht, es ist so. Also das heißt, schon du musst auf zwei Ebenen dann entweder arbeiten. Das heißt, auf der einen Seite, du kannst es machen, wie du es gerade richtig gesagt hast, wenn du das so konsequent vorführst und dann sagst, okay, wir haben dann dadurch auch eine gewisse Durchlässigkeit. Das ist immer nur Durchgangsstation, aber für Leute, die jetzt halt mal gerade unfit sind und jetzt gerade aus Verletzungen wieder zurückkommen und sich vielleicht für ein halbes Jahr irgendwo anbieten können, kann das eine Option sein. Oder alternativ das, was dir Alex gesagt hat, mit sinnvollen Leihkonzepten. Das mit den sinnvollen Leihkonzepten haben wir tatsächlich in der letzten Zeit kaum gesehen. Es gab immer mal wieder Versuche. Wir haben jetzt einen Spieler in Polen geparkt. Ich glaube, wo Tuta gerade rumläuft. Der ist auch irgendwo in der Der ist in der belgischen Liga, oder? Mhm. Der ist in der belgischen Liga, richtig, komplett richtig, genau. Aber das ist ja halt auch, ich weiß nicht, normalerweise hatte ich ursprünglich mal gedacht, dass vielleicht Bruno Hübner derjenige ist, der da so ein bisschen ein Auge drauf hat und das Management macht, wie es zum Beispiel bei Chelsea auch speziell Manager gibt, die sich nur um die U23 kümmern. Ob das jetzt so der Fall ist, weiß ich nicht. Aber so müsstest du das professionell angehen. Also ich glaube, die Ansätze bei den Profis sind, also gerade wo du jetzt Tuta sagst, die sind ja schon da, ne? Also er hat halt am Anfang sich super schwer getan, der hat sich jetzt den Stammplatz erkämpft. Was ist da? Also der Ansatz ist auf jeden Fall da, aber man müsste es halt fortführen. Rätst die Tür auf, sonst geht er wieder. Ich gehe. Basti, so klingt das übrigens, wenn der Lieferdienst kommt und einem was bringt. Das kenne ich nicht. Ja, deswegen habe ich versucht, dir das zu erklären, dass du mit dem Geräusch was anfangen kannst. Das Geilste war, vorhin ist tatsächlich jemand gekommen und ich dachte so, geil, es klappt wieder. Und dann können Sie ein Paket für Nachbarn anbieten. Nein, um das von Alex aufzugreifen, muss ich sagen, ich finde es auch, dass das besser klappt als vorher, weil Kamada zum Beispiel ist das beste Beispiel, der kam als veränderter Spieler zurück. Das war so ein dünnes Hemd, dann hat er mal eine Saison in Belgien gespielt und plötzlich kam der wieder mit einer ganz anderen Körperlichkeit und mit einem ganz anderen Präsenz auf dem Platz. Also da hat es doch gezeigt, dass es geht, aber der hat in der belgischen ersten Liga gespielt. Ich glaube, dass es trotzdem was anderes wäre, wenn der selbst in der deutschen dritten Liga, sehe ich das nicht, muss ich sagen. Mhm. Ich sehe das nicht, den Aufwand zu sagen, man betreibt eine komplette Mannschaft, den ganzen Spielern, nur weil da vielleicht in 3 Jahren einer dabei ist, dem es hilft. Ich sehe das auch im Vergleich mit dem FSV ein bisschen anders. Für den FSV ist es viel, viel wichtiger, weil die viel, viel mehr darauf angewiesen sind, kreativ zu sein, was sowas betrifft. Die Eintracht spielt in der Bundesliga, da ist es einfach nicht, da brauchst du es nicht, meiner Meinung nach. Weil die Spieler, die du gebrauchen kannst, die müssen in der U19 schon alles wegballern, damit sie es schaffen. Du wirst diese Fälle, wie Dortmund das damals hatte, mit Erik Durm zum Beispiel, der auch irgendwie so eine zweite Runde gebraucht hat, die gibt's halt nicht mehr, glaube ich. Also die gibt's natürlich, aber willst du für diesen Typ, der vielleicht in 3 Jahren, 4 Jahren einmal auftaucht, willst du dafür diesen bitte? Ich brauche keine U23, muss ich sagen. Ich sehe es viel, viel wichtiger, dass die Eintracht die Jugendarbeit auf Füße stellt, wie Franziska es gesagt hat, wo du da kreativ bist und wo du den Leuten trotzdem eine Perspektive zeigst
Und die Perspektive kann aber auch nur sein, zu sagen, okay, wenn du wirklich dich hier durchsetzt und eine 19 Leistung zeigst, dann trainierst du bei den Profis mit. Gibt's ja aktuell schon. Nur muss man ja da ganz ehrlicherweise sagen, da ist das Spielermaterial nicht gut genug. Es ist einfach so. Also es ist, wird kein Trainer bei Eintracht sein, der Spieler nicht spielen lässt, obwohl sie gut sind. Da ist bei der Eintracht in den letzten Jahren sehr, sehr wenig gekommen, auch in den letzten Jahren. Klar kommen mir immer wieder Leute mit, der Stendera, der Patrick Ochsner, Marco Russ. Ja, das sind aber alles maximal Mittelklasse Bundesligaspieler. Also so eine richtige Fackel war hier schon lange nicht mehr. Und das muss das Ziel sein. Da kann ich aber natürlich auch die Eintracht verstehen, dass es nicht einfach ist, weil natürlich, wenn RB Leipzig der kompletten Familie irgendwelche Jobs im Fanshop anbietet und was weiß ich irgendwas macht, kannst du nicht mithalten, weil du da das Geld nicht hast. Also es ist tatsächlich so ein bisschen... Ja, gut, aber die Frage ist, aber selbst da ist es ja schwierig, ne? Also ich meine, guck dir doch mal an, was wir weggekauft bekommen haben. Die Itter-Zwillinge zum Beispiel. Wo sind sie denn? Also Wolfsburg hat viel Geld geboten, hat sie geholt. Ich glaube, einer ist jetzt nach Stuttgart gewechselt, aber also ja, selbst an dem Potenzial, was wir da hatten. Ja. Eamon Barkok ist noch so derjenige, der es am weitesten gepackt hat, aber der ist seinen Beweis auch noch schuldig. Wobei bei Luca Itter muss man zumindest sagen, dass der ja sich einigermaßen beim SC Freiburg etabliert hat, dass du sagst, okay. Ah, Freiburg war es. Ja, genau. Also noch nicht in der ersten Mannschaft, aber der hat zumindest das Potenzial, dass das jetzt wirklich mal funktioniert, ne? Also als Linksverteidiger ist das natürlich auch eine Position, da kann ich mir ihn noch sehen. Aber auch er ist jetzt 21 und muss jetzt langsam performen. Da reicht es nicht, dass du die Regionalliga Südwestspiele machst. Und das ist Regionalliga Südwest ist genau das, wo der FSV ja gerade kickt. Franzi, vielleicht hast du den ja schon mal gesehen, aber ich glaube, auf Dauer kann das halt auch kein Konzept sein. Ne? Genau, ansonsten fällt mir noch Renat Dadaschow ein, der jetzt bei den Wolves spielt, aber das ist halt auch, also da ist noch nicht mal derjenige, wo du sagst, ach, guck mal, den haben wir damals ziehen lassen. Ja, jetzt ist er bei, ja, fällt mir nichts ein. Ihr werdet es zu reden, liebe Grüße an Emre Can. Der tat richtig, ja. Also ja, ich glaube, der Nachwuchs ist schon knapp 30. Ja. Hansi, was hast du gesagt? Ich glaube, bei der Nachwuchsarbeit ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie man sich finanziell als Verein zukünftig aufstellen will, weil man ja durchaus mit Nachwuchs auch Geld verdienen kann. Also und dadurch, dass die Eintracht zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht berühmt ist für ihre Nachwuchsarbeit und auch nicht unbedingt so das, wo man irgendwie als, zumindest das, was ich gehört habe, irgendwie als Nachwuchsspieler sagt, so geil, da will ich hin. Vielleicht wollen sie die Debatte gerade auch, weil sie halt irgendwie ihre Nachwuchsarbeit wieder attraktiver machen wollen, weil sie eben sich vielleicht überlegen, irgendwie die letzten Jahre lief es finanziell ganz gut, wenn es schlechter läuft, vielleicht kann man im Nachwuchs noch was verdienen. Ich meine, es gibt ja Vereine, die verdienen da ganz gut mit. Mhm. Und ich meine, auch RB Leipzig kann nicht alle Talente aufkaufen. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Aber ja, genau das musst du machen, weil im Endeffekt ist das ist das Risiko, das beste Risikogeld, was du haben kannst, weil ganz ehrlich, investier einfach mal 5 Millionen Euro in die Jugendarbeit. Dann brauchst du ja in ein paar Jahren nur einen Typ dabei. Manchester City macht das tatsächlich auf der ganzen Welt. Die gründen irgendwo in Ghana, gründen die ein einziges Fußballcamp, brettern da im Jahr 4 Millionen Euro rein, haben das mit Iniyachu, haben die das einfach für 10 Jahre finanziert, weil da ist einfach einer von 180, der dir irgendwann 40 Millionen Euro bringt. Und das muss das Ziel von Eintracht sein, zu sagen, ey, wir setzen das Ziel Geld gezielt ein. Vielleicht muss man dann auch die ein oder andere merkwürdige Gehaltsscheiße mitmachen bei irgendwelchen Eltern. Kann sein, weiß ich nicht, kenne ich mich zu wenig aus. Aber da wird mit Sicherheit im Jugendbereich mittlerweile heutzutage auch schon echt mit harten Bandagen gekämpft. Vielleicht musst du den Kampf mitkämpfen, weil du da noch die Spieler trotzdem im Verhältnis zu den Profileuten, die günstig kriegst und dich dann vielleicht nicht mehr irgendwie in Frankreich bedienen musst, sondern sagst, okay, wir haben jetzt hier 3 am Start, von 30, die wir bezahlt haben, aber von die 3 amortisieren diese 30 auf lange Sicht locker und haben jetzt einen dabei, der für 25 Millionen Euro zu Dortmund wechselt, dann hast du dieses Ding schon für ein paar Jahre finanziert. Also das ist für mich der Weg, aber da spielt für mich die U23 trotzdem immer noch keine Rolle. Das heißt, auf was haben wir uns jetzt geeinigt? Also ist es jetzt so, dass wir sagen, U23, interessante Überlegung, die man wieder starten sollte oder eher nicht? Wir können ja mal abstimmen. Also, René, was meinst du? Also vor der Diskussion hätte ich gesagt ja, nach der Diskussion jetzt würde ich sagen nein und lieber mit anderen Vereinen sinnvoll zusammenarbeiten, was das Thema Verleihen von jungen Spielern angeht. Mhm. Alex? Das, was der René sagt. Okay, genau so würde ich es auch. Also ich brauche keine U23. Das ist für mich sinnlose Arbeit, die wir da reinstecken.
Ja, okay, das ist ein bisschen fast provokativ gesagt. Ich kann es aber nachvollziehen, auch wie gesagt, mit der Warte, dass wir vielleicht überlegen müssen, wie viel Geld du erstmal reinsteckst, um aus der wahrscheinlich achten Liga hochzukommen. Es gibt Möglichkeiten, um das nochmal klar zu machen. Es gibt auch eine Option zu sagen, man kauft eventuell, wie das andere Vereine gemacht haben, die wir auch nicht gerade haben. Ich kenne Vereine, ja, die auch nicht in der achten Liga eingestiegen sind und heute Bundesliga spielen. Genau, aber da stellt sich halt die Frage, will man das? Ja, das muss man sich auch überlegen. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, höher einzusteigen. Es gibt auch sowieso auch bald, glaube ich, eine Sitzung des Hessischen Fußballverbandes. Da könnte das auch nochmal Thema werden. Ich glaube, am Anfang Juni war die, glaube ich, 6. Juni. Genau, ja genau. Und es kann sogar sein, dass die Eintracht, wenn das optimal läuft, dann vielleicht sogar eine U23 in der 5. Liga starten lassen könnte. Das heißt, es wäre noch ein Stück höher. Okay, kann man so machen. Ich muss aber sagen, für mich ist das ein Konzept, was ja, auch da ja, viel Geld benötigt. Ist ja unwahrscheinlich, weil du müsstest ja, so wie ich das verstanden habe, müsstest du ja quasi diese hessische Sportordnung, die eben diesen Einsatz, wann du wie wo einsteigst, müsstest du ja quasi ändern. Und dazu findet eben Anfang Juni diese Verbandssitzung statt und dann müsstest du quasi dann da diesen Antrag stellen und dann müssten alle irgendwie dafür stimmen. Also das halte ich jetzt ja auch nicht für so wahnsinnig aussichtsreich. Ich wüsste halt nicht, du müsstest halt irgendwelchen Leuten irgendwelche Anreize bieten. Mir fehlen aktuell die Anreize, die Eintracht bieten kann, zu sagen, oh ja, wir machen das jetzt, außer finanzielle Möglichkeiten. Aber das ist, wie gesagt, für die Eintracht an sich ist es auch einfach nicht ohne, wenn du dann erstmal von unten hochkommen musst. Also insofern, ein sinnvolleres Leihkonzept ist sinnvoll, wobei ich aber auch sagen muss, ich finde es interessant, was die Franzi gesagt hat, dass sie zwischen den Zeilen auch schon gemerkt hat, dass es den ein oder anderen Jugendspieler gibt, den genau das halt auch einfach stört. Trotzdem, meine Meinung ist, U23, ein schönes Planspiel, lasst uns aber lieber auf das fokussieren, was wir schneller verändern können. Das wäre sinnvolle Leihkonzepte. Oder vielleicht, ich sag's 2020 genauso, wie ich 2016 schon gesagt habe, dauerhafte Verbandlung mit irgendwelchen anderen Vereinen, um genau diese Leihkonzepte in niedrigere Ligen irgendwie hinzubekommen. Hm. Basti, was ist dein Take? Ich finde, also ich brauche keine U23, für mich gibt es andere wichtigere Baustellen. Mhm. Und Franzi, was meinst du? Ja, ich bin ja eh dagegen. Ja, genau. Sehr gut. Das ist einfach. Das ist relativ egoistisch für den aus FSV-Perspektive, aber. Ja. Ja, gut. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich habe dich ja vorhin schon als FSV-Expertin hier vollkommen zu Recht angekündigt. Und es hängt unter anderem auch damit zusammen, dass jetzt ganz frisch erschienen ist eine Fußballfibel über den FSV Frankfurt, die du rausgebracht hast. Also Franziska Blendin steht da ganz groß auf den Lettern. Erzähl uns mal ein bisschen darüber, wie kam es dazu und wie wird man so verrückt, um Sachen über den FSV Frankfurt zu machen? Ja, wie wird man so verrückt, ein FSV-Fan? Ja, gut, einer von drei. Andere Frage. Ja. Wenn man nicht aus Bornheim kommt und früher immer bei der Eintracht rumhängt. Naja, tatsächlich hat der Verlag mich gefragt, also der Kulturkon-Verlag, ist ja, der bringt ja diese Fußballfibeln gerade raus. Und die haben vor allen Dingen am Anfang, als sie angefangen haben, gesagt, sie haben eigentlich voll Bock auf Traditionsvereine, auf zum Beispiel auch Ostvereine, also nicht unbedingt die großen, sondern zum Beispiel eins der Anfangsbücher war Chemie Leipzig. So würde ja normalerweise eine große Fußballreihe sagen, nee, sie konzentrieren sich auf Bayern und Dortmund, aber die haben halt jetzt erstmal angefangen mit so Vereinen. Bayern gibt's ja mittlerweile auch. Und die haben 2016 nach jemandem gesucht, der das FSV Frankfurt Buch schreiben würde. Und dann hat der Verein gesagt, hier, frag doch mal die schreibt über den FSV. Und ich habe ja damals bei Hallo Frankfurt mitgeschrieben und habe gebloggt privat und habe den Podcast gemacht. Und dann dachte ich mir, auch Buchs Witzigs kriege ich schon hin. Ja, 3,5 Jahre später war die Idee vielleicht nicht mehr ganz so klug. Also wir haben jetzt irgendwie ein Jahr lang im Lektorat verbracht und ich habe zwischendrin kein Privatleben mehr gehabt. Und als ich dann irgendwie nebenbei angefangen habe zu studieren, wurde es ganz witzig, weil irgendwie arbeiten, Buch schreiben und studieren, das funktioniert nicht. Genau, und die haben mich dann gefragt. Ich fand es dann witzig und habe ich angefangen zu schreiben. Es hat ein gutes Dreivierteljahr gedauert. Dann hatte ich ein Konzept. Ich habe mich ja nämlich entschieden, kein Fußballtheoriebuch zu schreiben, sondern mich auf das zu konzentrieren, worauf ich Bock habe. Und es sind viele Kneipengeschichten mit dabei. Sehr gut. Und viele, viele, viele Fan-Interviews. Also, weil ich bin keine Fußballtheoretikerin oder so, sondern ich glaube, ich mag den Verein halt vor allen Dingen für seine Fans und die Geschichten von den Fans. Und das gibt's deswegen sehr viel in diesem Buch. Also so irgendwie einer der ersten Geschichten ist dann der Betreiber vom alten Binding-Eck war es, glaube ich,
der dann irgendwie Geschichten über seinen Vater erzählt, wie der irgendwie noch unterwegs war in der Kneipe und wie die FSV-Spieler so unterwegs waren. Und also so Geschichten sind dann ganz viel mit dabei. Ja, cool. also das heißt, es gibt auch Geschichte, aber viel Fans und drumherum. Also es ist eigentlich fast eher so eine Fan- Wohlfühlsache im Endeffekt, wo du dich halt mit verschiedenen Fans und auseinandersetzt, so ein bisschen die Kultur des FSV Frankfurt auch mal ein bisschen näher bringst und weniger jetzt so, das und das die Vereinsgeschichte, das und das war, sondern wirklich eigentlich auf diese emotionale Richtung dich der ganzen Sache näherst, ja? Ja, also Geschichte gibt's natürlich auch. Also das Ding ist tatsächlich irgendwie, ich habe einen historischen Ablauf geschrieben, aber genau, ich habe mir halt irgendwie, wir haben so ein 100-Jahres-Buch, das ist gut. Mhm. Aber das ist halt ein geschichtlicher Ablauf. So, da stöber ich immer wieder gerne drin rum, aber ich lese es halt nicht ganz. Und ich wollte ein Buch schreiben, weil ich am Ende vielleicht auch gerne selbst lesen würde. Das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Kann man, glaube ich, mitarbeiten, ja. Und ich meckere schon relativ viel. Also ich glaube, am Anfang ist direkt eine Hasstirade auf Clemens Krüger drin, weil ich den ja wirklich gefressen habe seit unserer Insolvenz. Tatsächlich auch. Man kann schon sagen, er ist einer derjenigen, die euch in die vierte Liga gebracht haben. Ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Also und ne, ich habe versucht mit Bernd Reisig zu reden, der war dann irgendwie ein bisschen umständlicher und ein bisschen anstrengender und hat da halt auch so sein Fett weggekriegt und so. Also ich bin auch teilweise sehr frustriert, weil es auch sehr frustrierend ist zu lesen oder sich mit der Historie zu beschäftigen und zu sehen so, ey, die könnten ja mal aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, dann passiert die nächste Scheiße gerade wieder und die nächste Insolvenz kommt. Und zum Beispiel Andi Möller, den Namen kennt ihr ja, der war ja auch mal bei uns im, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat und der war ja bei der glorreichen Zeit dabei, wo dann kurz drauf die Insolvenz kam, nachdem wir aus der zweiten Liga abgestiegen sind 1994 und so Geschichten. Da ist schon auch nicht alles positiv. Ich hoffe auch, aber die Leute, die es lesen, verzeihen mir das, wenn ich dann zwischendrin ein bisschen zu viel meckere. Geil, also das ist eigentlich so ein bisschen Franzi, die Abrechnung mit dem FSV. Das klingt eigentlich fast eher so ein persönliches Abrechnungsbuch, aber es macht die ganze Sache noch interessanter. Hast du auch mit Spielern eigentlich gesprochen? Mit ehemaligen. Also mit Peter und Andi Koch zum Beispiel. Und ich habe beim Frauenfußball ganz viel mit ehemaligen Spielerinnen gesprochen. Also was so mein Highlight war, ich habe mit Anuschka Bernhardt geredet. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, aber die ist gerade U17-Juniorin-Trainerin beim DFB. Und die war auch mal Trainerin vom FSV und hat da auch gespielt. Und ich habe mit Katja Kraus geredet, da war ich auch so ein bisschen am Fangirlen. Die war ja auch mal bei der Eintracht. Oh krass, so ja, FSV war auch Sprecherin beim HSV. Genau, ja auch die so, ist jetzt, ne? Glaube ich, im Aufsichtsrat von Adidas und Geschäftsführerin von Jung von Matz Sport und die war ja Torhüterin beim FSV Frankfurt. So, da habe ich viel mit Spielerinnen geredet. So, das heißt, der Frauenfußballteil nimmt viel, viel Platz Spielerinnengeschichte ein. Naja, es ist ja auch ein relevanter Teil des FSV Frankfurt, wenn man überlegt. Ist die unsere erfolgreichste Mannschaft im Verein. Ja, im Endeffekt schon, ne? Heißt man, bevor es also ich glaube, 5 Titel, allein deutsche Meisterschaften oder so. Also, ja. Schon krass, ja. Okay, und wo kann ich das jetzt irgendwie kaufen, wenn ich daran interessiert bin? Gerade direkt beim Kulturkon Verlag, also Kulturkon, alles mit C geschrieben. Da kann man es direkt bestellen und ab Ende nächster Woche ist es dann hoffentlich auch in ein paar ausgewählten Läden in Bornheim und beim FSV Frankfurt Fanshop erhältlich. Also zum Beispiel der Tabak Hermann in Bornheim Mitte wollte es irgendwie aufnehmen, mit dem muss ich jetzt am Donnerstag noch reden. Ja genau, der Tabak Hermann sind ja die beiden Söhne von Richard Hermann. Also falls ihr es nicht wusstet und irgendwie die Söhne von dem berühmten Richard Hermann kennenlernen wollt, die stehen am Tresen vom Tabak Hermann. Die haben natürlich auch mitgemacht. Und dann wollte ich noch ein paar Buchhandlungen fragen, irgendwie in Bornheim. Okay. Also, gib jetzt zu, dass ich gar nicht mal weiß, wer Richard Hermann ist. Was? 1954, das Wunder von Bern, der FSV Frankfurt-Spieler, der mit dabei war? Das sagt mir tatsächlich nichts. Na, er war nicht im Endspiel mit dabei. Für die ganz vielen Wenn ich nicht in dem Film war, kenne ich ihn nicht. Ne, der war nicht im Endspiel mit dabei. Aber der war im Spiel davor, war, glaube ich, dabei. Und der hat die Arschkarte gezogen, weil er sich mit Gelbsucht damals angesteckt hat, weil ja damals dieser Vorfall war mit den Spritzen und so. Wo sich Sepp Herberger auch später bös entschuldigt hat für irgendwie, weil natürlich damals das mit der Desinfektion so eine Sache war. Und da gibt's ja quasi um die Wunder von Bern-Mannschaft gibt's ja so ein paar Anekdoten, was die Spritzen betrifft und ob das dann angeblich Vitamine waren oder nicht. Und Richard Hermann hat da Gelbsucht von bekommen und ist dann relativ bald drauf gestorben. Also ich glaube, der Mitte der 60er ist er gestorben, 64 oder so.
Ja, hat bis, hat aber, ja genau, hat bis 60, glaube ich, dann noch für den FSV gespielt und danach war es vorbei. Ja. Ne? Auch jemand, der. Ich hatte mal was über den gelesen. 62. Ja, okay. 62, auch, ja. Okay. Also doch eine der berühmteren Figuren des FSV Frankfurt. Was ist denn so, tease mal so deine Lieblingsgeschichte aus dem Buch an. Also tatsächlich eine meiner Lieblingsgeschichten ist das, wo ein ehemaliger Vereinspräsident zufälligerweise 100 Euro findet und dann ein verkaterter Spieler dann doch wieder spielen kann. Das ist eine lustige Anekdote so. Dem ist ganz leidig und der kann nicht spielen und dann taucht der Meyers auf. Meyers war unser Präsident von 1928 bis 1933 und besticht ihn dann im Prinzip und der Spieler kann dann doch spielen und schießt dann auch zwei Tore, obwohl er verkatert ist. Wie findet man sowas raus? Das interessiert mich bei solchen Büchern. Also wie geht man da vor? Weil du warst ja mit Sicherheit nicht dabei. Nee, das definitiv nicht. Die Info habe ich vom Hans Bamberger. Der Hans Bamberger ist eben jener Kneipenbesitzer gewesen, um den es recht am Anfang geht. Jetzt muss ich gerade, das ist peinlich, aber ich muss den Kneipennamen. Ach, Sporteck ist es ja. Also genau, der Hans Bamberg war der Betreiber vom Sporteck. Das hat er von seinen Eltern übernommen. Und diese Eltern haben das betrieben und da hingen immer alle FSVler mit rum. Und natürlich gibt es viele Kneipengeschichten. Das heißt, ich erzähle das auch als Geschichte, die mir erzählt worden ist. Ich kann jetzt nicht sagen, es liegt in historischer Quelle in Wiesbaden im Amt, sondern ich kann sagen, es wurde mir von Hans Bamberg erzählt. Und der hat eben von seinen Eltern die Geschichten erzählt bekommen. Also deswegen war mir auch so ein bisschen wichtig, dass man, also ich, deswegen waren mir die Kneipen auch, glaube ich, so wichtig, weil ich glaube, vor dem ganzen digitalisierten Kram irgendwie oder auch schon vor dem Fernseher, so wo hat man seine Infos für Fußball herbekommen? So. Und dann frag mal die alten Leute, wo sie früher Spielergebnisse bekommen haben. Und dann kommen so Geschichten wie irgendwie der Sportmai, wo dann irgendwie als allererstes immer die Ergebnisse standen und man dann direkt über die Liga diskutieren konnte und das noch vor der Abendausgabe der Frankfurter Rundschau. Sowas finde ich halt super spannend. Und der Almi, unser ehemaliger Fanbeauftragter, ja, hat noch einen Wellenbrecher vom alten Stadion in seinem Keller stehen. Und dazu gibt's auch eine lustige Geschichte, die mag ich auch sehr gerne. Und ja, der hat einfach einen Wellenbrecher im Keller. Muss man erstmal drauf kommen. Ist ja sowieso auch ein ziemliches Original. Schön, dass man ihn immer noch hat. Sehen ihn ja auch noch des Öfteren hier rumfleuchen. Insofern umso schöner. Ja, Franzi, vielen Dank, dass du uns mal so einen kleinen Einblick gegeben hast. Gerne. Wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr Bock drauf habt, ich glaube, das lohnt sich auf alle Fälle. Ich habe jetzt schon gesehen, schon einen Link schon von dir bekommen. Den werde ich dann gleich auch mal nutzen. Wir schreiben es auf jeden Fall in die Shownotes und ansonsten so kann ich nur sagen, Franzi, vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut, mein Lieber. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, wunderbar, der FSV Frankfurt. Ich habe heute schon wieder sehr, sehr viel gelernt tatsächlich. Weil auch der Basti hat ja mit seiner Nachfrage vollkommen recht gehabt, weil ich habe den Namen nicht immer so präsent. Klar, wir kommen jetzt aus Frankfurt oder so, aber wir sind mir ja eher der Eintracht zugeneigt. Und da hatten wir von dem einen oder anderen Spieler schon was gehört, aber noch nicht so präsent, wie das halt jetzt war. Insofern, es lohnt sich auch mal rüber zu gucken, auch wenn man natürlich sagen muss, Richard Herrmann, okay, den kennt man vielleicht, aber der ein oder andere Spieler ist jetzt vielleicht nicht ganz so berühmt. Ne, das stimmt schon. Aber gut, widmen wir uns, würde ich sagen, fast wieder der aktuellen Eintrachtzeit. Und René, da haben wir ja immer noch ganz, ganz viele Themen, die wir besprechen wollen. Ich würde sagen, die U23-Thematik haben wir jetzt erst. Da haben wir fast gar nichts, über was wir sprechen können. Wir können sprechen über die Wintervorbereitung, die ja jetzt quasi in den letzten Zügen ist. Die Eintracht war... Ich dachte, du sagst Wintertransfer. ja, zu Wintertransfers habe ich auch was, zumindest was die Zugänge angeht. Tschüss, das war's für heute. Das ist das Thema Wintertransfers, was das Thema Zugänge angeht. Also das ist ja, da ist ja sowas von Stillruhe ersehen. Ja, die Eintracht war im Trainingslager, hat Testspiele gemacht und kam, wie so oft, wie das bei der Eintracht üblich ist, mit verletzten Spielern zurück. Gelson Fernandes hat einen Sehnenriss im Hüftbeuger und wird in der Saison sehr wahrscheinlich gar nicht mehr auflaufen oder ziemlich sicher nicht mehr auflaufen. Kamada hat sich einen Bänderriss zugezogen und... Aber mit Wunderheilung. Aber mit Wunderheilung, das war genau der Punkt, den ich jetzt auch gerade anbringen wollte, steigt wahrscheinlich nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining ein, fällt uns aber damit auf jeden Fall im ersten Rückrundenspiel aus und Fallett, gut, war jetzt nicht... der große Spieler in der Hinrunde, aber den haben wir dann halt jetzt auch abgegeben. Und ja, irgendwie so Mittelfeld, irgendwie die Hälfte tot, Abwehr geht, neue Spieler kommen nicht.
Das ist so also mir macht es schon Angst, wenn, ich muss jetzt mal auf die Bild-Zeitung referenzieren, aber wenn die in ihrem Artikel schreiben, dass sich 4 Highlights rauskristallisiert haben in der jetzigen geil. Winterpause oh, und wenn das größte Highlight sollen wir raten? Ist, Makoto Hasebe kommt aus der Innenverteidigung zurück auf die 6 und das zweite Highlight ist, Mijat Gacinovic ist nicht mehr so hektisch am Ball. Ja, da habe ich doch ganz große Hoffnung in die Rückrunde. Das läuft, Leute. Ganz ehrlich, da habe ich auch gedacht, bei allem Respekt, wie viel Geld habt ihr bekommen für diesen Ernsthaft? Artikel? Nein, ja, aber daran ehrlich, siehst du doch, dass einfach gar nichts passiert ist. Ja, nichts, ist gar nada. Nichts passiert. Ja, aber Marvin hat schon recht, das hätte man ja auch schreiben können. Das ist kein Winterloch-Artikel, sondern das klingt eher nach einem Gefälligkeitsartikel. Ja. Also ja. Das ist nicht, weil dir nichts eingefallen ist, sondern das klingt bewusst sozusagen. Ja, es ist ein bisschen Unruhe da. Stopp. Hier sind doch die Leute. Also ganz ehrlich. Genau, da hat der Freddy angefangen. Das kann es nicht sein, muss ich sagen. Also die sind nicht die. Ich habe, ganz ehrlich, ich könnte euch eine Liste machen mit 4 Leuten, wo ich auch sagen würde, okay, wenn jetzt gar keiner mehr kommt, da kann ich meine Hoffnung drauf fokussieren, aber das sind nicht die. Das sind doch nicht die 4, ne? Ja, also das. Was waren denn die anderen? André Silva war noch und was ich weiß, das fährt er nicht mehr. Er hatte Dost nicht gesagt. Ach so, doch, Kamada. Nee, Kamada ist blitzgeheilt, war ein tolles Ereignis. André Silva zeigt jetzt doch, dass er was kann. Gacinovic ist nicht mehr hektisch am Ball und Hasebe geht wieder auf die 6. Das macht mir eher noch Angst, als dass es mir Hoffnung macht. Ja, es ist schwierig. Und was also ich muss jetzt mal sagen, in letzter Zeit war ich auch ein bisschen negativ. Aber so ein paar positive Aspekte muss man ja schon mal rausziehen. Also was man von Bastos zum Beispiel hört, ist, dass er krass motiviert sein soll und dass er auch fit sein soll endlich. Und das ist für mich trotzdem ein Stürmer, der hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er es kann. Das heißt, das ist keine Wette in die Zukunft, sondern da ist die Wahrscheinlichkeit schon da. Die ist nicht sicher, aber die ist schon da, dass wenn wir den in Abschlusssituationen bringen, dass der fresh da ist und dass er auch scored. Und der ist auch jemand, wenn er sich dran gewöhnt und wenn man ihm sagt, genau wie und wenn die anderen mitmachen, dem ich auch zutraue, dass er bissig und ehrgeizig vorne beim Anlaufen ist. Das heißt, das ist ja auch ein Problem des Sturms gewesen, nicht nur die Chancenverwertung oder die mangelnden Chancen, sondern auch, dass die nicht mehr diesen Stress beim Gegner verursacht haben und irgendwie gezielt angelaufen sind alle zusammen. Das traue ich ihm zu. Ich traue ihm schon zu, dass er so ein Leuchtturm vorne drin wird. Also Bastos ist für mich einer, wo man sagen kann, okay, das kann positiver werden. Djibril Sow ist bei aller Kritik auch so einer, der wie Weide bei Fußball 2000 richtig angemerkt hat, was man auch nicht vergessen hat, Leute, die haben alle keine Vorbereitung hier mitgemacht. Die kamen mitten in den Saisonbetrieb rein, in eine Mannschaft, wo es auch ein bisschen gehakt hat, weil viele wichtige Spieler weg sind. Djibril Sow ist für mich trotzdem einer, der in Sequenzen zumindest schon gezeigt hat, dass er über straffe Pässe verfügt und dass er einigermaßen diese Rolle, die man sich von einem Achter erhofft, ausfüllen könnte, auch hier natürlich könnte, wir wissen es alle nicht, aber trotzdem sind das für mich, Dost und Sow sind für mich zum Beispiel 2 Spieler, wo es noch nicht safe ist, dass die Kacke sind. Also das ist für mich noch nicht safe, das kann jetzt sich auch ganz schnell drehen. Bei anderen, die anderen auf dem Zettel haben, wie Dominic Kor und André Silva, sehe ich es anders. Da erwarte ich mir leider nicht mehr viel. Ich habe irgendwie bei André Silva das Gefühl, bei dem liegen die Probleme nicht auf dem Platz, sondern irgendwie der wirkt ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, der postet immer komische Sachen, beziehungsweise nicht komische postet Sachen. Postet er so? Also ich gucke ja gar nicht. Nein, also der postet so, als wenn alles in Ordnung wäre. Weißt du, also der ist ständig verletzt und spielt dann irgendwie mal 5 Minuten, ist wieder verletzt und postet dann so von wegen good training und bla und grinst und wo du denkst, das passt einfach nicht zum aktuellen Status so ein bisschen. So wie Paciencia das bei Instagram auch macht. Der ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn die Eintracht am Wochenende verliert, montags irgendein Grinse-Selfie da postet und bla bla bla. Passt für mich nicht so. Ich weiß nicht, von André Silva muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viel gehalten. Habe ein bisschen Angst. Natürlich kann der auch noch explodieren. Hoffe ich ja natürlich auch. Nur sehe ich die Wahrscheinlichkeit da nicht so. Das heißt, meine Players to watch, was das betrifft, Thema Neuzugänge in Anführungszeichen, sind tatsächlich Sow und Dost. Da habe ich große Hoffnung. Nichtsdestotrotz muss ich das, was René zusammengefasst hat, auch nochmal aufgreifen zu sagen, selbst wenn die beiden durchstarten, reicht mir das immer noch nicht. Ja, was mich bei dieser ganzen Diskussion halt irgendwie am meisten jetzt schon wieder stört, aber vielleicht ist das auch nur so ein Gefühl, was mich da jetzt gerade umtreibt, ist dieses öffentliche Austragen von Missständen im Kader, dass ein Hütter ganz klar sagt, von wegen, ich erwarte, dass da irgendwie noch Leute kommen, wohingegen ein Bobic irgendwie 3 Wochen vorher gesagt hat, ey, ich habe eigentlich immer mit dem Kader zufrieden und wenn jetzt nicht irgendwie hier der Superkracher um die Ecke kommt, der uns nichts kostet, dann machen wir irgendwie nichts. Ja gut, also aber René, da musst du den Zeitstrahl trotzdem im Blick haben. Die Aussagen von Bobic waren ja vor den Verletzungen. Also
Das ja, der Hütter hat ja, das ja auch erst nach den Verletzungen gesagt. Ja. Und Hütter ist aber auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Ne? Im letzten Interview hat er gesagt, ja, wir vertrauen dem Kader komplett und man muss ja auch mal sehen, wir haben in der Hinrunde 27 Tore geschossen, wir können das ja, das war alles so, das ist alles so als würde mich jemand beruhigen wollen, aber das hilft mir nicht. Ja, es war aus meiner Sicht genau der Versuch. Er hat vorher versucht, klar, da irgendwie Druck zu machen und ist jetzt genordet worden nach dem Motto, ey, mach mal langsam. Ja, genau. Ich bin aber noch nicht beruhigt. Also das sehe ich genauso wie der Basti. Also irgendwas muss da noch passieren. Wenn das tatsächlich jetzt alles ist, was wir im Winter tun und sagen, hier, wir machen jetzt mal ein gutes Trainingslager und die waren ja vorher noch nicht dabei und so und jetzt ist alles cool. Und der Gacinovic, der schafft jetzt seinen Durchbruch, da bin ich seit 5 Jahren drauf. Ja. Ja. Also ich setze einen Fünfer drauf, da kommt keiner mehr. 31.1. geht rum und wir verpflichten keinen einzigen Spieler. Ich gebe dir virtuell die Hand drauf, ich wette dagegen. Ja, und selbst wenn jetzt noch einer kommt, dann haben wir doch wieder das gleiche Thema. Der hat die Vorbereitung nicht mitgemacht. Und, korrekt. Ah, das ist alles scheiße. Es gibt aber auch Spieler, die kennen hier die Abläufe schon. Na, so. Ich weiß nicht, auf wen du da hinaus willst. Ich auch nicht. Ich sag dir also ich meine. Aber der wurde doch in der 90. Minute jetzt eingewechselt und dann noch 3 Minuten gespielt. Ja. Er ist doch angekommen jetzt in seinem neuen Verein. Ja, das zeigt doch, dass er fit ist. Sehen wir es mal realistisch, wenn Bobic in der... Bis zum Schluss gespielt hat er. Ja, genau. Der ist masterfit. Ja, hat durchgespielt quasi. Also wenn Bobic in der Tat noch Verpflichtungen getätigt hat in der Vergangenheit, gerade auch in der Winterpause, dann kamen die tendenziell immer erst zum Ende und nie zum Anfang. Das, jetzt mal ganz im Ernst, Leute, das ist auch gar nicht so schlecht. Das scheint uns bei Dost sehr, sehr viel Geld gespart zu haben. Finanziell, für mich und meine Nerven ist das nichts. Finanziell einmalig in dem Moment, wo der Transfer stattfindet, ist es sicherlich ein Vorteil. Ob uns das dann hinten raus auf lange Sicht gesehen irgendwie auch noch so viel Geld gespart hat, wenn du dann irgendwie doch nur 14. und nicht 10. wirst, das weiß ich halt wiederum nicht. Ja, aber ich will mal ganz kurz was sagen, weil ihr redet jetzt die ganze Zeit und das finde ich auch alles in Ordnung, aber ich muss mal ganz kurz da einhaken, mir ist es vollkommen scheißegal, ob der jetzt kommt, heute, morgen oder halt nach den beiden Spielen, weil die Vorbereiter haben jetzt eh nicht mehr mitgemacht. Ja, ne? Gut, zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es eh schon egal. Du gibst der Mannschaft jetzt erstmal kein Alibi. Ne? Denn du sagst, okay, wir haben jetzt die Vorbereitung mitgemacht und jetzt müsst ihr liefern. Ja. Ihr müsst auch liefern gegen Hoffenheim und irgendwo auch gegen Rasenball, beziehungsweise Red Bull heißen sie immer noch. Tut mir leid, auch wenn mich andere verbessern wollen. So, und das ist jetzt die Chance für die Mannschaft, in den beiden Spielen zu brillieren und zu zeigen, nee, wir können es aus eigener Stärke. Wenn aber trotzdem diese Schwächen offensichtlich werden, dann kriegen sie halt einen rumgewatscht und sie bekommen jemanden vorgestellt und wo dann jeder auch sagen muss, okay, das ist jetzt die Patrone, die jetzt noch geschossen werden musste. Ich finde es aber in Ordnung zu sagen, wir haben diese Vorbereitung, diese ganzen Spieler, die eben angesprochen wurden, wie Bastos, wie Silva, die haben die ganze Vorbereitung mitgemacht. Jeder freut sich über diese neue Aufstellung mit dem neuen System, 4-4-2 und so weiter und so fort. Du hörst die ganze Zeit davon, lauter Geplapper und so weiter und so fort. Alle sind froh. Ja, dann lass die Spieler in dieser Formation spielen und dann werden wir sehen, wie es passiert. Und ich muss da auch Weide, der jetzt bei Fußball 2000 auch öfter gesagt hat, recht geben. Wahrscheinlich ist es so, dass Bobic am Ende vielleicht jetzt auch sagt, nee, du hast den Kader zusammengestellt, lieber Hütter, jetzt musst du damit klarkommen. Finde ich auch irgendwo fair. Und die werden Leute in der Hinterhand haben. Und bis auf Rebic, den Basti jetzt eben angedeutet hat, ist es wahrscheinlich so, dass bei dem würden sie unabhängig davon nehmen, bei allen anderen wahrscheinlich echt nicht. Wie ist das eigentlich? Kannst du so eine Leihe auch außerhalb von einem Transferfenster beenden? Nein. Was ich auch noch sagen muss zu diesem, wann kommen die jetzt? Ganz ehrlich, wir spielen jetzt in Hoffenheim und gegen Leipzig. Marvin hat es schon gesagt, wenn uns hier erzählt wird, die sind jetzt da und das sagen die Spieler dann auch selber, dann muss man ihnen die Möglichkeit geben, das zu zeigen. Die Sache ist auch die, wenn wir Bobic diese Verhandlungstaktik, wenn du die ihm vorwirfst, René, ganz ehrlich, theoretisch gesehen, um auf das Modell jetzt runterzubrechen, sagen wir mal, Bobic spart durch diese Verhandelei bei Vallejo und Rebic, theoretisch nur, jetzt einfach die zwei Namen, die rumgeistern, spart bei den beiden 5 bis 6 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob ich diese 6 Millionen Euro zahlen würde, nur um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir in Hoffenheim einen Punkt holen. Was auch nicht sicher ist, und gegen Leipzig kannst du sowieso keine Punkte einplanen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so elementar ist, dass man sagt, ey, das wäre fahrlässig, wenn, weiß ich nicht, Rebic oder Vallejo gegen Leipzig noch nicht da sind, sondern es geht ja bei diesen Transfers auch darum, die werden es A, nicht alleine richten, B, die können sich auch wieder verletzen, das heißt, wir müssen auch ohne die klarkommen, und was Marvin sagt, zu sagen, okay, Leute, bei allem, was wir fordern, wir sind ja auch Gott sei Dank, ganz ehrlich, wenn ich Fußballmanager wäre,
würde ich wahrscheinlich alle zwei Wochen was anderes machen. Sag ich, nee, das und dann, ah, das und. Also es ist ja gut, dass gewisse Leute in verantwortlichen Positionen da so ein bisschen weit längerfristigen Blick haben als wir. Nur wurde uns das jetzt so kommuniziert, der Kader ist stark, bla bla blub, bla bla blub. Und was Marvin sagt, ja Leute, dann zeigt es uns jetzt. So, das ist doch genau das Ding. Und so können die Verantwortlichen auch zur Mannschaft treten und sagen, ja gut, dann gucken wir mal, ob ihr dann jetzt, wenn ihr die Vorbereitung da habt und alles in Ordnung ist, dann ist es halt so und Trapp ist wieder da und bla. Mhm. Vielleicht gewinnen wir in Hoffenheim. Also vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht, weil man muss auch eins sagen, bei aller Dramatik, die ich auch selber bei mir natürlich verspüre, ich gucke auch jeden Tag, ob irgendwas passiert, würde mir auch wünschen, dass zwei kommen. Das kann natürlich auch klappen. Wir müssen jetzt nicht so tun. Also es ist trotzdem nicht vergleichbar mit einer, zum Beispiel, wir haben es immer schon mal hier als Beispiel genommen, der arme Kerl, Ricardo Clark. Das ist keine Ricardo Clark-Situation, wo wir mit faktisch einem Innenverteidiger in die Rückrunde gehen. Das ist es ja nicht. Dieser Kader ist ja gut und breit aufgestellt trotzdem noch für die Aufgabe. Ja klar, da sind schon prinzipiell genügend Leute drin, die in der Lage sind, vernünftigen Fußball zu spielen. So, ich will das aber jetzt, und ganz an ehrlich, einer oder anderen Stelle fehlt eine Qualität trotzdem. Genau, das ist richtig. Trotzdem will ich jetzt mal ganz klar auch mal, ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht und ich hadere auch mit mir selbst. Boah, weil den ersten Reflex, immer wenn ich sehe, das läuft nicht gut, dann denke ich natürlich auch, wie so ein 15-Jähriger, der jetzt hier vom Fußballmanager sitzt, sagen, oh ja, wir brauchen einen neuen. Aber nein, Leute, die haben uns im ganzen Sommer haben die gesagt, das ist eine gute Mannschaft, die wir zusammengestellt haben. Das passt. Jetzt müssen sie es einfach liefern. Und ich will mich nicht an diese Kurzfristigkeit klammern, zu sagen, oh Gott, jetzt mit einem neuen wird alles besser. Nee, die müssen jetzt erstmal sehen, dass sie es hinbekommen. Jetzt ist Trapp wieder fit. Da wird immer gesagt, das ist der Leader-Typ, der das rumreißen kann, der die Mannschaft von hinten ausprägt. Das merken wir ja auch bei gewissen Spielen. Da haben wir auch das Gefühl durchaus. Die Leute müssen sich mal wieder straight bekommen. Abraham braucht sich jetzt so eine Scheiße nicht mehr leisten, wie den Mist, den er in Freiburg gemacht hat. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Die müssen sich jetzt auch alle mal zusammenreißen. Das ist nämlich eine Mannschaft, die Qualität hat und die sind auch nicht ohne Grund relativ weit gekommen. Halbfinale, ja, natürlich auch mit anderen Spielern, aber auch mit einem Grundgerüst defensiv, wo man sagen muss, ja, das sind immer noch zum großen Teil die gleichen Spieler. Die müssen nur endlich mal wieder den Weg zurückfinden und ich muss auch sagen, ich muss aber da selbst auch ein bisschen positiver werden. Das muss ich nämlich auch an mir festmachen und sagen, nee, jetzt immer hadern, nee, jetzt ist mal gut. Jetzt müssen wir die Uhr nämlich mal umstellen und müssen auch gleichzeitig sagen, so, und jetzt wird die Eintracht supported, das machen wir ja eh, aber auch mal nicht so negativ, sondern zu sagen, nee, jetzt erstmal Support für die Eintracht, alles auf Null gesetzt und jetzt schauen wir mal, wie die Spiele laufen. Sie haben die gelbe Karte gesetzt bekommen und die Verantwortlichen müssen wissen, dass die gelbe Karte auch gesetzt wurde. Die dürfen nämlich nicht so blöd sein und denken, naja gut, nö, jetzt ist alles in Ordnung. Die müssen diese Vorsicht walten lassen, aber wir als Fans müssen jetzt sagen, okay, 2020, jetzt geht's rund, jetzt wieder Support und gleichzeitig aber auch muss ganz klar sein, dass jeder im Verein und auch außerhalb des Vereins sehen kann, dass es jetzt besser wird. Weil wenn wir in den nächsten paar Spielen, wenn ich gegen Hoffenheim keine Reaktion, ich brauche Reaktion und ich muss sehen, dass die Mannschaft wieder kämpferisch zurückfindet, das ist das Wichtige. Und dann können wir auch ohne neue Leute, wenn sie wieder zum Kämpferischen zurückfinden, können wir einigermaßen bestehen, weil das ist eine Mannschaft, die in der Bundesliga nicht auf Platz 14 landen muss. So, und ganz, ganz genau dieses Gefühl trage ich auch in mir. Dieses zu sagen, okay, man hat den ganzen Winter überlegt und Marvin und ich sind ja in verschiedensten WhatsApp-Gruppen, wo man dann hin und überlegt und dann dieses Gerücht und bla. Fertig jetzt. Das ist jetzt nicht so, wir gucken, ob jemand kommt. Selbst wenn gar keiner kommt, dann ist es so, Marvin hat genau, wir Fans müssen auch aus der Winterpause kommen, zu sagen, ganz ehrlich, das in Köln war scheiße, in Paderborn war scheiße, wir hatten dann alle zwischen den Jahren ein bisschen Zeit, auch gut aufzuladen. Aber genau das müssen die Fans auch wieder bringen. Die Fans dürfen jetzt nicht in so einer Situation dastehen und sagen, ja, wir gucken jetzt mal, was die uns anbieten. Nein, das muss jetzt von vorne ganz ehrlich, am Wochenende geht's los, wir fahren mit 8000 Leuten nach Hoffenheim, dann wird supported und wenn Marvin sagt, und selbst wenn die Mannschaft verliert, aber du hast das Gefühl, da sind Verbesserungen da und die kämpfen, dann hast du halt mal 2-1 in Hoffenheim verloren, das ist uns auch schon in guten Phasen passiert, meine Güte, dann ist es so und selbst wenn du dann gegen Leipzig auch noch verlierst, dann ist die Saison trotzdem noch nicht am Arsch, das will ich nämlich auch, was Marvin sagt, ist das Wichtigste, es geht nämlich, einen entscheidenden Unterschied ist nicht, ob wir einen Neuzugang haben, es ist auch nicht, ob wir eine Viererkette spielen, es ist auch nicht, ob der jetzt einzeln eingesetzt wird oder der oder der oder der oder die Aussagen von dem und die Spekulation über das, sondern es geht darum, dass wir keine Auftritte wie gegen Köln und gegen Paderborn sehen wollen. Das genau. Ist doch das Ding. Du kannst ja unglücklich verlieren, aber gib dich nicht so hektisch auf, wie das gegen Köln und Paderborn passiert ist. Und gegen Guimarães zu Hause auch. Wenn wir das nicht sehen, dann wird diese Unruhe, von der Marvin spricht, die ja auch jeder einzeln in sich trägt und die sich natürlich auch auf so ein gesamtes Umfeld dann irgendwie überträgt, über alle möglichen Kanäle,
die geht ja dann nicht weg. Wenn die Eintracht, aber stell dir vor, die Eintracht hat echt ein soliden Auftritt in Hoffenheim, dann ist es auch vielleicht ein bisschen ruhiger und dann kannst du auch mit einem ganz anderen Drive auf dem eventuellen Transfermarkt noch agieren und dem Typ sagen, ey, wir brauchen den nicht, wir würden den aber gerne nehmen. So, hast du jetzt Bock oder nicht? Der 31. kommt schneller als du denkst an und am Ende hockt er bei euch auf der Bank. Also es ist ja bei Vallejo und Rebic so. Das sind ja keine Spieler, wo wir da uns hinknien müssen und sagen, bitte, bitte gib die uns, ich weiß, das ist für dich ganz wichtig. Nein, das ist wie wenn du einem unsympathischen Kind fragst, du spielst doch damit nicht, gib's mir doch. So, da musst du, das ist doch das Ding. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendjemand nach einer Organspende fragst, sondern das ist im Endeffekt so, hier, ich nehme dein altes Auto ab, mir gefällt das, dann brauchst du die Entsorgungskosten nicht zahlen. So, das ist momentan die Situation. Aber da kannst du ganz anders reagieren und das ist auch gar nicht der Hauptfokus. Das finde ich gut, dass Marvin das nochmal wirklich ins gerade Licht rückt. Weil selbst wenn wir jetzt zwei holen, ist das nicht der entscheidende Faktor, der sagt, okay, jetzt ist wieder alles gut. Nein, es geht um die Einstellung, es geht um die Kommunikation und es geht darum, was die Hütte auf dem Platz taktisch macht. Mhm. Und das ist dieses Großgröße, weil selbst wenn du zwei Neuzugänge hast, stehen immer noch neun alte Spieler auf dem Platz, was immer noch viel, viel mehr ist als diese zwei. Darum geht es, diese Mannschaft, und das hörst du ja jetzt auch. Ich hoffe, man kann dem glauben, weil diese Kommunikation trotzdem so ein bisschen wischiwaschi auch war. Das ja. Kritisiere ich auch weiterhin. Also da wurde für mich nicht großartig eine Riesenfehleranalyse gemacht, sondern der Hauptgrund waren viele Spiele, was ja auch stimmt. Diese vielen Spiele erklären aber nicht, dass du so in Köln und Paderborn auftrittst und sorry, liebe Eintracht-Verantwortliche, das ist leider der letzte Eindruck, den ihr hinterlassen habt. Da seid ihr selber dran schuld. Das hätte man in Paderborn easy drehen können an dem Tag gegen eine mittelmäßige Paderborner Mannschaft. Das ist so und wie gesagt, daran werden sich alle messen lassen müssen. Nichtsdestotrotz müssen die Fans jetzt trotzdem auch wieder in Vorleistung treten, in Anführungszeichen zu sagen, es kann sein, dass das paar Spiele dauert und dann schauen wir mal. Genau. Ja, aber es gibt ja auch einfach nichts, womit sie uns abgeholt haben. Also so ganz, du hast ja sachlich, hast du vollkommen recht, aber ganz emotional fällt es mir echt schwer, mich jetzt darauf einzulassen, weil es ist genau das eingetreten, vor dem ich eigentlich nach den Spielen oder vor der Winterpause jetzt Angst habe. Es ist eigentlich nichts passiert. Und stattdessen kriege ich halt die ganze Zeit so ein Gelaber hingeschmiert mit, ja, guck mal, der Gacinovic, der ist jetzt ganz sicher am Ball. Was will ich denn damit? Und wir vertrauen der Mannschaft. Ich vertraue der Mannschaft gerade aber nicht mehr. Und ich wollte was in der Winterpause haben, was mich emotional wieder mitnimmt. Und das haben sie nicht gemacht. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Du hast das Gefühl, die reden wie mit so einem Dreijährigen so. Ja! Jede Gacinovic, der kann jetzt plötzlich einen Ball stoppen, gell? Da machst du dir keine Gedanken mehr. Und du denkst so, hallo, ich bin schon 12, lass mich in Ruhe, Alter. Genau. Also, der Onkel auf YouTube sagt was anderes. Das ist aber auch die Schwäche. Also ich meine, das ist eine nachweisliche Schwäche, die ich rational total nachvollziehen kann, Alex. Das sehe ich ja ganz genauso. Ich bin auch unzufrieden, dass ich halt sehe, dass viel Sugarcoating betrieben wird. Ne? Ja, wir können jetzt darüber reden. Da habe ich auch auf Social Media, gab es ja auch viele konträre Meinungen. Ich fand zum Beispiel die Präsentation bezüglich der ganzen, des Headquarters da in New York City, das finde ich rational total sinnvoll, das zu machen. Die Demonstration, das auf Social Media zu präsentieren, während eigentlich die Verantwortlichen vielleicht gerade andere Dinge machen sollten, fand ich halt suboptimal. Dabei bleibe ich auch. Es hat nichts damit zu tun, dass der Kern dieses Gedankens oder des Tuns, dass du da jetzt ein Headquarter hast oder so, beziehungsweise ein Büro hast, finde ich vollkommen okay. Das sind halt so Nuancen, die irritieren mich auch. Trotzdem ist es egal, denn die Eintracht ist halt auch dieser Verein, der echt schon viel richtig gut gemacht hat. Die Social-Media-Arbeit ist so viel besser geworden in den letzten Jahren. Trotzdem gibt es halt auch Dinge, die halt nicht so geil laufen. Aber ich muss auch da gedanklich abschalten. Ich darf mich doch nicht immer komplett von allem verrückt machen lassen, was gerade in der Winterpause passiert. Die wildesten Transferspekulationen. Jetzt kommt der vielleicht und der ist jeden Tag. Guck dir mal an, wie es bei der dusseligen Hertha läuft, ne? Wo du denkst, oh Gott, jetzt kommt der Granitxaka und jetzt plötzlich kommt der Urenkel vielleicht von dem. Oder was weiß ich. Ja, also da kommen dann ganz andere Spieler oder was weiß ich, der über Schwimmschwager, der irgendwann mal einen Schweizer Hund gekauft hat oder irgend sowas. Also ein ganz anderer Spieler. Und genau so, wir dürfen uns da nicht verrückt machen lassen und müssen sehen, was jetzt passiert. Denn das Gute ist ja, dass wir nicht bis zum 31. jetzt warten müssen, bis zum ersten Spiel, sondern das ist in wenigen Tagen und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, was jetzt am Samstag passiert. Und dann ist auch scheißegal, was für ein Gelaber war oder ob das Gelaber ein bisschen unsympathisch oder falsch war oder uns in die falsche Richtung gedrängt hat. Das Wichtige ist, dass die am Samstag abliefern und dass die eine Einstellung an den Tag legen, wo ich sagen kann, damit war ich am Ende unabhängig vom Ergebnis zufrieden. Das ist das Ding, ganz ehrlich. Ich glaube, wir können auch zusammenfassen,
sagen, es ist jetzt auch genug gelabert und oder nicht gelabert. Wir haben es kritisiert, wir haben die Kommunikation von Eintracht kritisiert, die Eintracht kritisiert dann diese Erwartungshaltung, die Eintracht probiert so weiche Erklärungen abzugeben, der erklärt das, wir erklären das, wir haben Angst, wir sind irrational, wir sind Fans, wir sind emotional, uns ist langweilig zwischen den Jahren, bla bla bla. Leute, es geht jetzt einfach darum, was am Samstag auf dem Platz passiert, fertig. Und ich bin auch ganz ehrlich gesagt froh, dass es jetzt wieder losgeht, weil ich auch selber keinen Bock mehr habe, A, zu labern und B, auch zu spekulieren, weil du landest ja dann vom Hundertsten im Tausendstel so. Ja, dann könnte man den vielleicht holen, dann kommt der vielleicht doch nicht und bla. Nee, es wird jetzt Fußball gespielt. Genau. Und die Verantwortlichen verdienen genug Geld auch, weil das verstehe ich bei dieser ganzen Öffentlichkeitskritik auch nie so. Ja, nee, Leute, es ist auch wirklich großes Schmerzensgeld, was sie kriegen, um das zu ertragen. Ja! Also, durchaus. Und dass Fans wollen, dass der Verein gewinnt, ist auch kein Verbrechen, finde ich. Also es ist nicht so, kein Verbrechen, sauer zu sein, wenn die Eintracht in Paderborn verliert, glaube ich. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das sollten die auch wissen. Brauchen das dann auch nicht zu verharmlosen. Aber nichtsdestotrotz kannst du uns allen auch das Maul stopfen, wenn du 3-0 in Hoffenheim gewinnst. So, fertig. Genau, aber es braucht mir keiner kommen, wenn das so ein 0-0-Kackspiel wird, zu sagen, ja, wir haben ja jetzt mit einem 4-4-2 gespielt. Ne? Das braucht jetzt ein bisschen Zeit, bis sich das eingespielt hat. Ich habe keine Geduld mehr. Wollen wir dann jetzt erst über Spielsysteme reden oder wollen wir direkt schon quasi den Switch zu Hoffenheim machen? Kannst du jetzt, also die Alex hat ja die wunderbare Vorlage geliefert, da können wir jetzt erst nochmal ganz kurz darüber referieren. Da hat ja Basti auch schon Fußball 2000 wunderbare Abhandlung. Netz doch einfach den mal ein, René. Du bist ja wieder Eintrachtsturm. Nee, ich bin wieder Eintrachtsturm, ich kann das nicht. Ich spiele nochmal zum eigenen Torhüter zurück und dann bauen wir nochmal neu von hinten auf. Ja, also ganz offensichtlich hat die Eintracht ja in dem Trainingslager versagt an einem System mit Viererkette gearbeitet. Hütters präferiertes System ist ja ein 4-4-2-System. Nach dem, was man jetzt auch heute, glaube ich, nochmal irgendwo, wo hatte ich es gelesen, ich habe beim Kicker oder irgendwas, ist Endika auch ganz zufrieden mit seiner neuen Position, nämlich dann auf der Linksverteidigerposition. So in die Richtung. Das freut mich ja, dass der Endika zufrieden ist. Dass der da zufrieden ist. Ich komme da jetzt nicht raus. Also. Ja, mach. Nee, weiter. Ich krieg mich da nicht positiv gemacht. Vor allen Dingen, was ist das denn? Jetzt haben wir 2 Wochen lang an einem 4-4-2 geübt. Ist das das erste Mal, dass die Spieler das gesehen haben oder was? Das hat doch zu Beginn von Hütters Zeit auch schon nicht funktioniert. Da haben sie es 3 Wochen lang geübt. Also ja, jetzt aber ganz im Ernst, nee, also da muss ich auch mal einhaken, weil das habe ich jetzt auch oft gehört. Liebe Freunde, wir reden hier über Profifußballer und eine Viererkette. Sollten die eigentlich alle drauf haben? Das ist kein System, was jetzt plötzlich vom Himmel gefallen ist, alle. Die werden wahrscheinlich alle 80% ihrer Spiele in ihrer Karriere in der Viererkette gemacht haben. Das kann nicht das Problem sein. Und wenn selbst Pep Guardiola, der Master of all Systems, sagt, zweitrangig ist eigentlich das System, sondern wie die Spieler es ausfüllen. Ganz ehrlich, du kannst auch mit einer Viererkette, selbst wenn du die nur eine Woche geübt hast, wenn du damit einigermaßen sozialisiert wurdest, und das wurde jeder Spieler, der in diesem scheiß Kader ist, kannst du das hinkriegen, wenn die Einstellung und die Abläufe stimmt und jeder für den anderen kämpft. So, also das geht mir langsam auch auf den Keks, dieses, dass man so tut, als wenn die Eintracht da gerade eine Rocket Science entwickelt. So tut die Eintracht ja aber auch. Boah, wir stellen jetzt auf ein ganz neues System um. Ah, ein 4-4-2, Alter, das gibt's schon seit 400 Jahren. Also das ist doch, die Eintracht probiert doch jetzt hier nichts aus, wo du denkst, ach du liebe Zeit, die Eintracht revolutioniert jetzt den deutschen Fußball. Nein, die Eintracht lernt jetzt ein zweites System, weil die Eintracht gemerkt hat in der Hinrunde, dass sich die Leute langsam dran gewöhnen, dass es nichts bringt, den Ball einfach immer kostet zu geben. Also die Eintracht ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie ein geiles Handy entwickelt hat und sagt, boah, ich mache jetzt noch was Geiles mit dem Handy, das kann jetzt noch was Krasses. Nein. Die Eintracht hat ein ganz normales Festnetztelefon gehabt, das lief sehr, sehr zuverlässig und freut sich jetzt, dass das schnurlos ist. Also ganz ruhig bleiben. Es ist tatsächlich so, dass bei der Eintracht nicht der Eindruck entstehen sollte, als wenn wir wirklich modernen Fußball spielen, weil das ist es nicht, Leute. Die Eintracht hat immer davon gelebt, dass jeder Spieler Vollgas gegeben hat. Das war unter Kovac so, da war das mit Sicherheit kein Highlight-Fußball. Selbst unter Hütter das System, haben wir ja gesehen, das ist sehr schnell zu entschlüsseln nach einer Zeit gewesen. Und basiert auch darauf, dass alle ständig unter Stress und Strom stehen und die Leute verunsichern und dann schnell umschalten und Tore zu schießen. Aber das hat die Eintracht nicht erfunden. Und das will auch die Erwartungen ein bisschen bremsen, Leute. Das werden wir in der Rückrunde nicht sehen. Die Eintracht wird die Bundesliga nicht herspielen. Das Einzige, was wir hoffen können, ist, dass die Spieler wieder zu 100% da sind und dass wir
3-4 Spieler drin haben, die über Form spielen und dann dadurch ja, den Ausschlag geben, dass sie Spiele gewinnen. Also mehr wird das nicht sein. Also diese Systemdiskussion habe ich selber ausführlich geführt mit Marvin bei Fußball 2000, überall. Aber das wird auch nicht der Kicker sein, der uns dann die Dings bringt. Also das wird nicht so sein, ach, dass wir irgendwann, werden wir nicht im Sommer zurückschauen und sagen, boah, Gott sei Dank haben wir im Winter auf die Rekord umgestellt. Das war das Entscheidende. Wenn ich das nicht gemacht habe, nee, es geht darum, dass diese Spieler wieder selber auch sich daraus ziehen müssen, zu sagen, sie geben wieder 1000%. Klar muss der Trainer den Plan geben, aber diesen Plan sollten die eigentlich vorher schon haben. Das sind alles Profis, Leute. Also, ich stimme dir da vollkommen zu. Für mich liegt es auch in erster Linie an der Art und Weise, wie die Spieler auf dem Platz agieren. Das habe ich ja in den vergangenen Folgen hier auch schon des Öfteren angemerkt, dass ich der Meinung bin, dass da so ein bisschen das Hauptproblem liegt, dass da nicht mehr so gerannt, gekämpft und zusammengearbeitet wird, wie es noch im letzten Jahr war. Trotzdem kann eine Änderung in dem Spielsystem das Ganze natürlich nochmal unterstützen. Also komplett selbstverständlich. Frei von Möglichkeit ist das jetzt nicht. Nein. Das, so sollte das auch nicht rüberkommen. Es geht mir nur darum zu sagen, okay, das ist auch nur notwendig gewesen, dass die Eintracht das macht. Also es ist alternativlos zu sagen, wenn du die Hinrunde merkst, okay, dass das mit diesen 100 Millionen Flanken und immer den Ball auf Kostic, dass das nicht funktioniert hat, wenn du dann überlegst, okay, vielleicht müssen wir ein bisschen was ändern. Ja, Leute, dafür kannst du dich nicht feiern lassen, sondern das setze ich voraus. Ich setze voraus, dass Fußballspieler in der Lage sind, 2-3 Systeme zu spielen. Das tut mir leid. Klar müssen sich da Sachen abstimmen, aber es tut mir leid, wenn die mir jetzt erzählen wollen und nach 4 Spielen sagen, oh, wir können die Viererkette nicht, dann stimmt nichts. Ja, dann ist es trotzdem nicht die Schuld der Viererkette, das meine ich. Also, ja, okay, bei dem Punkt gehe ich mit. Aber wenn der Dicker sich vorher nicht wohlgefühlt hat, dann soll er das sagen. Und wenn Gacinovic plötzlich auf außen die Bälle stoppen kann, dann ist mir auch recht. Die sind nicht mehr so hektisch, habe ich gehört. Ja, also, dann ist doch gut, wenn das so ist. Und die Wunderheilung bei Kamada nicht vergessen. Ja. Ja. Es ist so eine Mischung, ne? Natürlich, ja, wir reden ja so lustig über Leute wie Ndicka oder so, bei dem ich aber auch wirklich denke, dass wenn er sich auch einfach mal fest in dieses System jetzt implementiert, dass jetzt auch an ihm kein Weg mehr dran vorbei läuft, dann finde ich das ja sogar auch richtig gut, ja. Weil wir haben das die ganze Zeit gesagt, dass Leute wie Ndicka nicht nur diese Chance erhalten sollten, sondern sich auch in diesem System festspielen sollen. Ja. Und mit so einem 4-4-2 ist genau das möglich. Also insofern bin ich da sogar guter Dinge. Das ist, also da sind ja auch viele gute Dinge, die sich auch spannend anhören, wo du sagst, okay, damit gehe ich dann auch ganz gerne in die neue Runde. Ein bisschen defensivere Kompaktheit mit dem 4-4-2 kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe, wie gesagt, bei ein paar anderen Sachen, ein paar Baustellen und ein paar Bauchschmerzen tatsächlich, wo ich nicht weiß, okay, ist das für Kostic vielleicht sogar ein Nachteil, dass wenn er in dem 4-4-2-System ist, dass er aus dem Mittelfeld kommt, vielleicht nicht mehr diese Power von der Defensive mitnehmen kann, um nach vorne zu flitzen. Da gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Ich glaube, Basti sieht es beispielsweise anders. Der macht sich da keine Sorgen. Aber das sind halt so die Dinge. Ansonsten muss ich sagen, wir haben trotzdem die Mannschaft in der Defensive, auch im Mittelfeld, bis hin teilweise zum Sturm, wo ich sagen kann, das ist, muss eine Mannschaft auch leisten können, wenn die jetzt endlich an ihr Leistungsniveau kommen und mir endlich wieder zeigen, dass sie ja auch der Einsatzwille wieder diesen sagt. Grip wieder haben. Ja. Ja. Mhm. Ja, also ich sehe es auch so. Wie gesagt, du hast mit Kostic ja schon gesagt, das sehe ich ganz anders. Ich sehe das eher für Kostic als Chance zu sagen, sich offensiv noch mehr einzubringen, weil diese Läufe kannst du auch von der Mittellinie starten, hast dann noch ein bisschen mehr Luft vielleicht sogar. Kann natürlich auch schiefgehen, weiß ich nicht, wie weit das die Statik verändert. Ich glaube trotzdem, dass es viel Gutes zu wissen, okay, er muss jetzt nicht immer mit nach hinten rennen. Keine Ahnung, wir werden es erleben. Eine kleine Sorge, die ich noch in mir trage beim 4-4-2, liebe Freunde, das ist ja eigentlich noch flügellastiger, gell? Also das ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du noch mehr über die Außen kommst, weil du hast ja quasi in der Zentrale eigentlich zwei Zerstörer in Anführungszeichen. Dir fällt dieser Spielmacher, den Kamada zumindest ab und zu gut ausgefüllt hat, der fällt dir auch weg. Das heißt, dein Zugang zum Strafraum ist ja über außen. Du hast ja quasi auch vorne eine Viererreihe. Du hast links einen, rechts einen, zwei in der Mitte, die auf die Bälle warten. Da ist ja die Spieleöffnung schon so, dass sie auch über außen geht. Da habe ich ein bisschen Angst. Ist es denn überhaupt Gesetz, dass es definitiv ein 4-4-2 ist? Wir wissen jetzt ja nur, dass Hütters präferiertes System die 4-4-2 ist und dass sie Viererkette geübt haben. Da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten mit einem 4-2-3-1 zum Beispiel oder irgendwas. Ja gut, aber das ist das Gleiche in Grün. Dann hast du trotzdem halt diesen Zehner, der so ein bisschen, dann hast du halt nur einen Stürmer. Dann geht dir da was verloren. Ich glaube schon, dass wir es trotzdem wieder erleben werden. Ich hoffe nur, dass die Eintracht, wenn die es machen muss,
vielleicht auch ein bisschen variabler ist und die Bälle nicht aus dem Halbfeld da vorne reinwächst, sondern einfach vielleicht auch dann mal bis zur Grundlinie geht und flach auf den Elfmeterpunkt passt. Und das ist zum Beispiel das, was Kostic dann vielleicht viel öfter machen kann. Ja, und da müssen wir schauen. Da müssen wir halt auch schauen, was aus dem Mittelfeld kommt. Ich bin selber sehr gespannt. Wollte nur nochmal das aufgreifen, was Marvin angedeutet hatte. Diese ganzen Diskussionen über Transfers und Systeme sind wichtig. Trotzdem sind die nicht das Fundament, was besser werden muss. Also das ist mir so ein bisschen auch in der Winterpause bei mir selber auch untergegangen. Also bei mir selber zu denken, immer denken, du diskutierst über Viererkette, machst du über mögliche Aufstellungen Sorgen, du machst dir über Transfers, wie kann man das verschieben? Das ist alles sehr, sehr wichtig. Viel, viel wichtiger ist aber das, was wir dann gesagt haben, zu sagen, ey, die Mannschaft muss wieder diesen Griff haben, die Zuschauer müssen da sein, der Wille muss da sein, die Zuversicht und das Selbstvertrauen. Also das ist viel, viel wichtiger. Und wenn du dann noch geiles System hast, was float, dann kannst du irgendwie noch diese Sache noch runter machen. Aber bei der Eintracht haben ja tatsächlich am Ende die Basics nicht mehr gestimmt und die müssen verändert werden. Und da bin ich gespannt, weil ich bei allem, was ich mir jetzt gerade probiere einzureden, auch die Skepsis in mir trage. Also ich trage auch in mir die Skepsis zu denken, okay, wir kaufen keinen mehr, Fernandes fällt die Saison aus, Dominic Kor spielt jetzt eine wichtigere Rolle. Das will ich eigentlich nicht. Und wie Alex sagt, ich will auch eigentlich nicht darauf angewiesen sein, dass es stimmt, dass Gacinovic jetzt nicht mehr so hektisch ist. Das will ich nicht. Ich will nicht auf Gacinovic und Kor angewiesen sein. Also ungern, muss ich sagen. Keine Ahnung. Ich wäre definitiv nicht ganz gerne auf Gacinovic angewiesen. Das habe ich ja jetzt auch schon öfter gesagt, dass ich nicht denke, dass er jetzt der Halsbringer sein kann. Er ist ein guter Junge, den du reinholen kannst. Ich glaube, auf der Bank. Wir brauchen halt nicht denken, dass er sich nochmal großartig verändert. Ich glaube, das ist totaler Schwachsinn. Das ist genauso wie die Leute, die jetzt hoffen, dass Lukas Podolski jetzt zurück zu Köln kommt und da nochmal den Karren umstoßen kann. Das ist Quatsch. Kommt mal klar, macht mal die Augen auf, genauso wie Lukas Podolski gefühlt 40 Jahre alt ist und jetzt irgendwie bei Köln bis auf emotionale Gedanken nichts mehr rumreißen kann, so brauchen wir auch nicht denken, dass Gacinovic derjenige ist, der das Eintracht-Spiel dauerhaft komplett neu belebt. Das ist ein guter Faktor, ein super Einwechselspieler, aber er wird genau das irgendwo bleiben. Und damit muss man klarkommen, so, ne? Und deswegen, ich will mir auch da gar nicht so die Gedanken machen. Wichtig ist, dass wir die Spieler haben, wie wir jetzt auch schon angesprochen haben. Basti hat ja gemeint, Bastos ist jemand, ja, der hat jetzt die Vorbereitung mal mitgemacht, der wird jetzt schon so viel Positives geplappert, dann will ich es jetzt auch sehen. Und ich will es auch sehen. Ich glaube, das kann jetzt auch unser Ansatz sein, dass wir auch sagen, wir müssen jetzt auch und wir wollen jetzt auch sehen, dass jetzt nicht nur Gelaber ist, sondern dass sie jetzt auch liefern. Und das müssen wir ihnen jetzt erstmal geben. Es ist ja auch nicht nice to have. Also es ist ja nicht nice to have zu sagen, oh, wir sind Zehnter, vielleicht können wir noch Achter werden. Nee, Leute, also kann auch schnell dramatisch werden, das darf man auch nicht verkennen. Aber bei aller Positivität, die ich probiere auch selber reinzubringen, muss man sagen, die Lage ist trotzdem nicht harmlos. Also die Lage ist nicht harmlos im Sinne von, du kannst die ersten zwei Spiele verlieren, das wäre sogar normal. Also Hoffenheim hat sich auch verbessert, die haben jetzt auch noch irgendeinen gekauft. Die schießen ja dann ganz gerne gegen Eintracht ihre ersten Tore, das kennen wir ja alles. Mhm. Und Leipzig kann wahrscheinlich Meister werden. Das heißt, du hast zwei Spiele, da ist selbst wenn es gut läuft, kannst du die verlieren, dann stehst du da, dann wer weiß, was unten passiert. Die haben sich auch alle verstärkt und verbessert, Köln, Bremen, bla bla. Ja, und dann fährst du nämlich nach Düsseldorf, glaube ich, genau, fährst nach Düsseldorf. Ja. Und da kann auch, dann was ist denn, wenn du dann in Düsseldorf nach 10 Minuten durch einen Eckball 1-0 hinten liegst? So, das ist die Situation. Und das kann auch mit Pech passieren. Alles, was Marvin und ich gerade gefordert haben, was wir alle eigentlich hier fordern, das kann alles eintreten. Und diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, kann trotzdem auch eintreten. Mhm. Du kannst verbessert in Hoffenheim spielen, verlierst 2-1. Du kannst nach großem Kampf zu Hause gegen Leipzig 2-1 verlieren und gehst dann unglücklich in Düsseldorf in Gerätchenrückstand. Ja, und dann stehst du da und dann zitiere ich meinen alten Fahrensmann-Freund Heribert Bruchhagen und dann kannst du auch in eine Negativspirale geraten. Das ist leider so, weil du eh schon da drin bist. Nee, es ist tatsächlich so. Also die Gefahr. Aber die Eintracht hat sich das selber eingebrockt. Die Eintracht ist selber ohne Not nah genug an diesen Abgrund rangefahren, obwohl jeder schon Stopp, Stopp, Stopp gerufen hat. Also die Eintracht braucht sich auch nicht beschweren. Dass die Eintracht jetzt in dieser Situation ist, wo du das Gefühl hast, da ist mehr Druck auf dem Kessel als sein müsste, ja, das ist so. Die hat vielleicht ja, das Wasser auf dem Herz ein bisschen zu lange stehen lassen. Jetzt pfeift es halt, musst du halt gucken, die den Deckel nochmal anfassen kannst. Ja, so ist es. Dann mit lass zwei Topflappen wie Vallejo und Rebic wäre das aber einfacher. So. Oh, yeah. Großartig. So versenkt man den, Leute. Da haben wir schon den Sendungstitel. Zwei Topflappen. Frau Alex in den Sturm. Dann lass uns doch jetzt mal über die Topflappen aus Hoffenheim sprechen. Hier, Ante, du alte Topflappen, komm her. Sehr gut.
Hoffenheim hat auch im Winter so ein bisschen transferiert. Nicht transpiriert, sondern transferiert. Ein gewisser Dabur kommt aus Sevilla. Dafür ist Rupp jetzt spontan noch zu Norwich gegangen und Vogt zu Bremen. Und dann hat sich noch der Herr Baumann mit Meniskus verletzt. Dafür haben sie jetzt heute ganz spontan den Herrn Esser aus Hoffenheim ablösefrei Hannover. Geholt. Ja, aus Hannover, danke. Also so ist es. Ja, man muss halt sagen, mit Esser will ich jetzt nicht großartig wieder anfangen. Die Diskussion hatten wir in der Chatgruppe vorhin schon. Ja, weil ich hätte den ganz gerne als zweiten Torhüter in der Sommerpause gehabt. Na gut, das hat sich jetzt verselbstständigt, whatever. Korrekt. Ist ein Torhüter, der, ja, ich finde ihn ganz gut. Ich glaube, trotzdem hat er gegen die Eintracht keine so gute Historie. Daran können wir auf jeden Fall zumindest anpassen. Nicht in den Spielen 2018, 2019. Ja, genau. Also ich kann über Munas Jabur kann ich eigentlich ehrlich gesagt relativ wenig sagen. Ich weiß, es ist ein Spieler, israelischer Nationalspieler ist und so weiter und so fort. Mehr weiß ich nicht. Ich finde teilweise diese ganzen, ja, ich finde aber, dieser Verein Hoffenheim ist weiter so schwierig greifbar für mich. Das ist auch momentan so, das zeigt ja dann auch irgendwo die Tabelle. Ich meine, siebter, man weiß nicht, immerhin 27 Punkte geholt, eigentlich schon eine ziemlich gute Ausbeute, aber halt auch irgend so ein Verein, die haben uns ja in der Hinserie haben die uns ganz gut gelegen. Genau, wir haben im Hinspiel 1-0 gewonnen, wobei man auch dazu sagen muss, dass wir irgendwie in dem Spiel gefühlt zweistellige Torchancen haben und haben halt tatsächlich nur ein Tor gemacht. Also spielerisch war das Ding wahrscheinlich einfach im Vergleich zu dem, was danach da noch kam, schon sehr gut. Was die Effektivität angeht, auch eher so mangelhaft. Ich tue mich mit Hoffenheim schwer, aber ich glaube, Hoffenheim tut sich mit sich selber auch schwer. Also die haben ja eine ganz, ganz merkwürdige Kurve in ihrer Dings gehabt. Jeder tut am sich Anfang mit Hoffenheim schwer. Am Anfang weiß ich noch, dass Marvin und ich so nach 4 Spieltagen haben wir gesagt, ja gut, diesen Trainer werden wir nicht mehr lange sehen. Und plötzlich gewinnen die in München und gewinnen dann 5-mal hintereinander. Nur um dann am Ende sich so ein bisschen einzupendeln. Also du kannst gar nicht, im Endeffekt ist das eine riesen Wundertüte. Also Hoffenheim kann wirklich dieses Hoffenheim sein, was wir am Anfang der Saison erwischt haben, wo wir Glück hatten. Weil ich fand uns da im Gegensatz zu René nicht so gut. Also muss ich sagen, das war eher so ein Arbeitssieg, würde ich sagen. Um mal heute mal viele Heribert Bruchhang-Zitate zu bringen. Aber wir wissen es ja nicht. Also wir wissen ja nicht, wie die aus der Winterpause kommen, weil du das Gefühl hattest, okay, die hatten diesen Run. Dann hast du gedacht, der Trainer ist ja Dings. Und danach hatten die aber auch wieder viel, ganz, ganz viele komische Dinge. Haben die nicht auch 5-1 zu Hause gegen Mainz verloren? Ich meine, ja. So. Ganz ehrlich, dann ich habe keine Hoffenheim-System auswendig. Ergebnisse auswendig. Das beschreibt Hoffenheim ja ganz gut. Weißt du, die verlieren 5-1 zu Hause gegen Mainz und gewinnen dann gegen Dortmund. Und jetzt fahren wir dahin und wir sind ungefähr genau in der Mitte von Mainz und Dortmund. So, ja, keine Ahnung, schauen wir mal. Also, schwierig zu sagen, schwierig zu greifen, weil Hoffenheim ist jetzt noch uninteressanter geworden, weil Hoffenheim war ja immer so, du hattest trotzdem immer irgendwas mitgekriegt, weil entweder weil Nagelsmann dir auf den Sack gegangen ist, weil die irgendeinen krassen Spieler hatten oder weil irgendwelche dubiosen Leute da waren, die Dietmar Hopp verarscht haben. Also, das war ja immer dieser Berührungspunkt. Jetzt hast du gar keinen mehr. Die setzen auf solide Spieler, die haben gute Spieler aus der Jugend geholt, wie Geiger und so. Die haben jetzt einen Trainer geholt, der scheinbar auch einigermaßen okay ist. Das hat halt quasi alle Berührungspunkte mit Hoffenheim zerstört. Jetzt hat man gar keinen mehr, man sieht die dann zweimal mehr und dann schauen wir mal. Ja, es gibt auch bis auf Kramaric vielleicht auch keinen Spieler, von dem wir sagen uns, okay, den musst du jetzt eigentlich, wenn es möglich ist, in deinem Team haben. Das sind alle so ganz gute Spieler wie Bibu beispielsweise, der von Hannover kam, ja, der von dem man weiß, dass er einfach dieses Potenzial hat, aber Leute, ey, ich das ist gesehen und vergessen tatsächlich, ne? Wenn wir jetzt am Samstag gegen die gespielt haben, ich werde kein Spiel mehr von denen bewusst über 90 Minuten erleben, so, weißt du? Das ist halt, das interessiert mich nicht, ja? Keine Ahnung. Ja, es ist tatsächlich so. Ja, also wenn irgendwie Donnerstag, Freitagabend spielen die vielleicht gegen Dortmund, dann gucke ich mir halt an, weil nichts anderes im Fernsehen ist. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie die innere, intrinsische Motivation habe zu sagen, oh Gott, der Hoffenheim, hier gucke ich mir doch mal an. Also es ist ein langweiliger Kackverein. Aber das Ding ist, so geil das Geile ist, wir können genauso wieder hinfahren. Wir werden am Samstag lauter sein als diese ganzen Spaßmacher da, ja. Da können die uns noch so viele Weißweine in die Hand drücken, ja. Da werden wir diejenigen sein, die lauter sind. Was halt auch geil ist. Das muss das Ding sein. Es muss wieder dieses Eintrachtgefühl her. Deswegen, ja, das muss wieder dieses Eintrachtgefühl her, zu sagen, ey, diese ganze Depression und alles Mögliche wieder rausschütteln jetzt. Dahin fahren, wie du sagst, und mit 8 bis von mir aus auch 10.000, die jetzt wieder Bock haben, da wirklich die Stimmung zu machen, das zum Heimspiel zu machen und dann, wenn sich das auf die Mannschaft überträgt, vielleicht diese Unsicherheit, die die Mannschaft selber
in sich noch trägt, auch immer wegschreien als Fan und dann gehst du vielleicht auch mal glücklich eins in eine Führung und hältst das diesmal so. Und ich glaube, das wird uns allen Sicherheit geben. Und das ist auch möglich. Ja. Das ist ja, Hoffenheim. Klar, haben die Kramaric und so. Aber trotzdem hat Marvin auch schon gesagt, da ist auch trotzdem auch viel Filmmaterial dabei. Und das ist auch trotzdem so, dass wenn die Hoffenheim zu Hause zurückliegt, du keine Angst haben brauchst, dass das Publikum plötzlich das Spiel dreht. Also, da ist was drin, Leute. Das hoffe ich, weiß die Mannschaft auch. Und vielleicht sehen wir es ja. Vielleicht, ich erinnere mich noch, als ich Bastos zum ersten Mal gesehen habe, wie der aufs Feld gerannt ist. Da hast du gedacht, scheiße, der kriegt gleich eine rote Karte. So. Ja. Ja. Weil der plötzlich so ausgerastet ist. Und ich will einfach diesen Bastos wieder sehen. Der dann auch sagt, was willst du von mir? Guck mich nicht an. So, so das, diesen Spirit brauchen wir jetzt auch. Du brauchst mal wieder einen Assi. Nicht dieses, ja, wir haben jetzt eine coole Mannschaft, der Dominik Kor kommt und sammelt sein Panini-Album und Poesie-Album. Naja, lass mich in Ruhe. Du brauchst jetzt mal ein paar Assis. Weil Dominik Kor ist zwar vielleicht auf dem Feld einer, aber der grätscht dir vielleicht auf dem Platz einen ab, aber außerhalb vom Feld kannst du dem auch sein Trinkpäckchen klauen. Ich will jetzt einfach mal wieder ein bisschen Aggressivität so. Ja. Dass du das Gefühl hast, da vorne unsere hier, unsere Jungs, die dann einfach so ein bisschen wieder Brust raus und sagen, wir sind Eintracht Frankfurt, die sind 10.000 Jungs von uns, wir ficken euch jetzt. So, fertig. Sollen wir mal über Aufstellungen reden? Gerne. Habe ich noch nicht genug. möchtest du aussetzen? Sollen wir nur über die Aufstellung reden ja. Und du sagst einfach nur ja oder nein? Das finde ich gut. Gut, dann ist Basti hiermit von der Aufgabe befreit. Dann klären wir erstmal das grundlegende System. Laufen wir in einem 4-4-2 auf oder in einem anderen System mit Viererkette? Ja, wenn die das jetzt den ganzen Winter über trainiert haben. Also wenn die jetzt mit einem anderen System gegen Hoffenheim auflaufen, dann bin ich raus. Braucht mir ja keiner die ganze Zeit Honig ums Maul schmieren und sagen, ja Alex, bleib mal ruhig, wir spielen jetzt Viererkette und so, ne? Und dann wieder so auflaufen wie die letzten Wochen. Also Alex sagt 4-4-2. Ja. Marvin, du auch? Ja, Logo. Gut. Ich wäre zwar eher bei einem 4-2-3-1, aber da die sich nicht so großartig unterscheiden, gehen wir da mal mit. Also ich glaube, Trapp im Tor jetzt wieder ist klar, Renault ist wieder zurück im Training, aber Trapp ist wieder fit und wird mit Sicherheit da auflaufen. Und da haben wir die Viererkette. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da sagt, wer da wo spielt. Ja, gut. Links, Dicker. Mhm. Hinteregger, innen drin, mit Abraham wahrscheinlich zusammen. Ja. Finde ich auch grundsätzlich ganz gut. Ja. Wie gesagt, Warnschuss für Abraham jetzt. Also ich will auch diese ganze Scheiße jetzt nicht mehr sehen. Der muss ich jetzt auch mal, der hat auch in der Hinrunde teilweise nicht so gut performt, deswegen muss da jetzt mal dauerhaft mehr kommen, wenn er seinen Spot sichern will. Also du musst die Leute jetzt auch so greifen. Ne? Mir reicht das jetzt auch. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese individuellen Fehler, der Lapsus andauernd. Das ist diese Freiburg-Scheiße, das hat uns allen wehgetan und das muss ihm auch bewusst sein. Ich will sowas nicht mehr sehen. Der muss jetzt endlich klarkommen. Weil Hinteregger auf der anderen Seite, der liefert ein ums andere Mal. Der ist der gefährlichste Typ da vorne. Hält den Laden hinten zusammen. Der muss auch sehen, Abraham, die Fälle können ihm ganz, ganz schnell wegschwimmen. Ja? Und deswegen, der spielt da jetzt. Und das ist auch in Ordnung. Aber der muss auch zeigen, dass er das Kapitänsamt mit Würde und auch mit Leistung füllt. Und dann rechts für mich Touré. Ich sehe Touré da eher als Chandler. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, diese Chandler, ich liebe Chandler auch, ein geiler Typ oder so, aber ich sehe den nicht für 3 Spiele. Ich finde, der ist also weit über dem, was ich mir so vorstelle. Deswegen, Touré hat für mich mehr Potenzial und spielt dementsprechend auf der rechten Seite. Gehe ich beim 4-4-2 mit? Aber dann spielen wir hinten mit 4 Innenverteidigern. Oder 4 gelernten. Weltmeister geworden. Na, Touré ist ja schon Rechtsverteidiger. Ja gut, ich meine, du kannst Chandler hinstellen, das würde ich aber nicht machen. Mir ist Chandler zu waschelig da. Also da ich würde tatsächlich auf der anderen Seite was anderes machen. Also ich würde tatsächlich nicht einen Dicker hinstellen. Jetzt sag nicht das D-Wort. Doch. Oh. Das Problem ist halt auch einfach, ein Dicker hat echt viel Zug nach vorne, der ist schnell. Mhm. Und dann hast du einen Kostic, der jetzt nicht mehr nach hinten laufen darf. Wo sollen die zwei sich denn die linke Seite aufteilen? Also der eine will nach vorne, der andere will nach hinten. Da fehlt der Platz. Ja, solange es die richtige Aufteilung zwischen vorne und hinten ist, dann passt es ja wieder. Und ich glaube, so eine Aufteilung ist halt viel leichter, wenn du einen Durm hast, der einfach hinten auch ein bisschen nichts statischer hat. Spielt und nicht so viel Zug nach vorne hat. Und ich glaube, das gibt dem Kostic mehr Raum. Aber ich mag mich,
Das ist der einzige Ansatz, den du wählen kannst, um das irgendwie zu legitimieren. Hm. Die spielerische Verarmung durch einen Durm, nimmst du es in Kauf, ein Jahrhunderttalent wie ein Dicker da draußen zu lassen. Das ist für mich wirklich der einzige Ansatz, das irgendwie zu legitimieren. Für mich gibt es gar keinen. Also ich kann, glaube ich, Alex probieren, ein bisschen zu beruhigen im Sinne von, ich glaube, wenn du in Dicker ist, ja trotzdem von Haus aus Innenverteidiger. Das heißt, du kannst ihm, glaube ich, seinen Offensivdrang schon austreiben. Zu sagen, ey, no! So, einfach, no! Stop! Und, also ich Weißbrot auf die Füße jedes Mal, wenn er über die Mittellinie will. Zack! Da einfach, also, ich gehe mit eurer Führerkette, muss ich sagen. Und Erik Durm kommt für mich nicht mal mehr in den Kader, sorry. Also, lass mich in Ruhe mit dem. So, gut. Leicht drastisch. So, dann. Ich glaube, aus dem wird noch was. Ja, gut. Der hat zusammen mit Gacinovic seinen Durchbruch. Ich wollte gerade sagen, der kann jetzt Bälle stoppen. Das wird die neue Flügelzange der Eintracht. Gacinovic, Durm verdrängt Kostic auf die Bank, Alter. Was ab, Alter. So. Ich muss jetzt aber nochmal eine ganz dumme Frage stellen, als uninformierter Teilnehmer dieser Runde. Ja. Darf Abraham wieder? Ja. Okay. Ich dachte, der wäre. Sechs Spiele, sieben Wochen. Das müsste jetzt durch sein. Ja, ich hatte sieben Spiele im Kopf. Nein, aber sieben Wochen, ja, sechs Spiele. Alles gut. Genau jetzt abgesessen, ja. Mhm. Ja, ist jetzt quasi auf Bewährung. Okay, gehen wir weiter nach vorne. Yes, links Kostic, oder? Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja. Die Frage ist jetzt in der Mitte, da wird es jetzt spannender. Also ich sage auf jeden Fall schon mal Rode. Ja, auf jeden Fall. Genommen. Ja, mhm. Und daneben? Tja, ich würde ganz ehrlich, derjenige, der uns vielleicht Kopfschmerzen bereitet hat, aber am Ende so von den, sag ich mal, von den Statistiken gar nicht so verkehrt war, ich würde Gibril Souda immer noch nehmen. Ja, genau, den hätte ich da auch. Das ist ja auch mein Favorit. Wollen. So, und jetzt auf rechts. Gacinovic, der Bälle stoppen kann, so. Oder ein Da Costa? Boah, ey, das ist echt schwierig. Lücke. Was Marvin, willst du lieber zum Zahnarzt oder ins Krankenhaus? Da würde ich gerne einen Joker einsetzen. Du willst jemanden anrufen oder was? Dafür habe ich keine Karte auf der Hand. Naja, also die Sache ist die, wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, dann muss ich natürlich gegen das sprechen, was ich vorhin gesagt habe, dass wir ja auch ohne Neuverpflichtungen könnten. Hm. Ja, also wir reden immer die ganze Zeit über Rebic, das wäre ja natürlich schon der logische Schritt. Ne, wäre die Paradeposition an der Stelle, ja, das ist korrekt. Genau. Ansonsten, wenn du sagst, du gehst natürlich, wenn du jetzt nach Hoffenheim denkst, weil wahrscheinlich wird es auch, bis dahin wird auch mit dem Rebic nichts, da passiert jetzt nichts mehr, das heißt, du musst dir jetzt überlegen, wen lässt du da spielen? Naja, vielleicht ist es der Gacinovic, ja, also vielleicht ist es derjenige, der da vorne hinrückt. Das Problem ist, ich mag ihn sehr, aber ich glaube, Danny Da Costa wird mir da vorne kein Glück bringen. Also als Option. Oder würde ich den als Alternative da hinstellen wollen? Also ich hätte jetzt in der Tat gesagt, an einem 4-4-2 hätte ich an der Stelle Da Costa gesehen, ja. Ist ja auch vollkommen okay. Also wir reden ja drüber, ne? Ja. Deswegen kann man so machen. Alex, wie siehst denn du das? Bin ich auch nicht happy mit, weil seine Flanken halt in letzter Zeit auch einfach, war halt auch einfach nix. Also für mich ist da tatsächlich eine klaffende Lücke. Ich wüsste nicht, was ich da haben wollen würde. Ein Gacinovic ist da auch nicht der Richtige auf der Position. Nee, für mich. Also eventuell kann man... Er kann's, aber er wäre jetzt nicht meine Lösung, wo ich jetzt vor Freude irgendwie jubelnd um den Tisch laufe. Was ist denn, wenn man das Ganze ein bisschen anders aufzieht und vielleicht nicht mit zwei Sechsern aufläuft, sondern ein So auch auf rechts stellt und dafür vielleicht mit, ja, dann irgendwie auch ein André Silva so ein bisschen hinter den Spitzen. Also eher mit so einer, Raute im Mittelfeld spielen. Ja. Ja. So einen klassischen Rechtsaußen, also hast halt niemanden vergleichbar zu Kostic, den du da spielen lässt. Nein, wir haben keinen klassischen Rechtsaußen. Ja, das ist das Problem. Das bleibt doch das Problem. Ne? Also ja, genau. Das kriegen wir halt auch nicht wegdiskutiert. Die Sache ist halt, ne, gut, wenn du mit Rebic dann jemanden hättest, der könnte das natürlich gut ausfüllen. Ist jetzt auch nicht die Position, die er meistens spielt. Ja, also da tue ich mir echt schwer. Was mache ich jetzt? Ich kann den Joker ja jetzt nicht nehmen. Also ich muss jetzt, Rebic-Diskussion bringt mir ja jetzt nichts. Also da muss ich halt jetzt mit Gacinovic gehen. Bleibt mir nichts anderes übrig. So ist es halt. Ja, ich stimme auch für Gacinovic aus dem Off. Ja.
Gut, dann haben wir zwei für Gacinovic und ich sag Da Costa. Alter, okay. Sind wir verzweifelt. Gacinovic, so gut. Naja, das ist aber leider auch genau. Ja, aber man, jetzt mal bei allem, ja. Ich weiß, der nervt mich auch, aber das kann der schon leisten. Ihr dürft nicht vergessen, das wäre trotzdem für ihn eine andere Position, die nicht so komplex ist. Also da muss er auch nicht so viele Bälle stoppen, sondern er muss sie eher mit Schnelligkeit erreichen, weil er steil geschickt wird. Und also schnell wieder loswerden. Ja, aber bitte auch direkt, nicht nach dem dritten wieder hängen bleiben. Nee, aber das hat er ja nicht mehr. Er läuft ja jetzt nicht mehr auf eine Innenverteidigung zu mit zwei Innenverteidigern und verstolpert ihn dann, sondern er ist eigentlich jetzt derjenige, der seine Pässe empfangen muss. Also es muss jemand anders seinen Part übernehmen und dann auf ihn spielen. Also vielleicht klappt das. Weil wenn du dann Gacinovic vor dir hast, der ist auf jeden Fall schnell, der sollte einigermaßen flanken können. Und so unglaublich schlecht ist er nicht. Ich finde, wenn wir keinen haben, wenn keiner kommt und wir wollen dieses flache 4-4-2 spielen, dann ist er für mich Top-Wahl Nummer 1, ganz ehrlich. Weil wer sonst, wenn ich höre, dass Hütter mir erzählen will, dass da Chandler und Da Costa und Durm spielen können, ja, dann lasse ich Gacinovic lieber die ganze Saison durchspielen. Also bevor ich einen von den anderen drei auf dem offensiven Part der Seite, will ich keinen von den anderen dreien sehen, muss ich sagen. Also ist auch so ein bisschen Ausschlussverfahren. Ja. So, okay, dann haben wir diese Position geklärt. Jetzt stellt sich natürlich die Sturmfrage. Gut, wir haben jetzt Bas Dost jetzt wieder so fit geredet. Ja, dann muss ich den natürlich aufstellen. Ne? Dann gehe ich mit Bas Dost. In den habe ich auch die größte Hoffnung einfach. Ja, ne, okay, dann nehmen wir den. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wen wir dann daneben packen. Und da ist es, ja, soll ich Silva oder Paciencia? Also Paciencia ist ja derjenige, der wenigstens noch am regelmäßigsten geliefert hat in der Saison. Das kommt. In der Hinrunde. Also wäre schon frech, wenn du den da nicht hinstellst, ne? Ja, wäre auch mal ein Votum. Aber was ist denn mit Kamada, wenn der wieder fit ist? Ja, dem Spiel gegen Hoffenheim jetzt erstmal nicht. Ja. Nee, Kamada würde ich, also ich denke dann eher sogar über Silva nach, ne? Also, schwierig. Nee, komm. Wir haben ja auch die ganze Zeit immer gesagt, wir müssen vorne wieder früher anlaufen und besser ins Pressing kommen. Und wenn du aber da vorne mit Bas Dost, der jetzt nicht die Pressingmaschine Deluxe ist, dann packst du einen André Silva dahin, der es auch nicht ist. Irgendwie. Wir brauchen ja jetzt erstmal eine Aufstellung für Hoffenheim. Das ist ja jetzt noch nicht die ultimative Saisonaufstellung. Ja, aber die Probleme bleiben ja, ne? Ja, aber ich gehe mit Dost und Paciencia. Ich kann Paciencia schwer verargumentieren, dass derjenige ist, der am meisten getroffen hat in der Hinrunde, dass ich den jetzt rauslasse. Aber das ist natürlich auch, wenn ich merke, dass das in dem System nicht funktioniert, muss ich mir natürlich auch was anderes überlegen. Aber ich glaube, die Tore sind halt auch schon ein bisschen her. Also verargumentieren könnte man das schon. Also Paciencia ist für mich aktuell der formschwächste Spieler. Wurde ja auch gesagt, so vom Trainingslager, dass der irgendwie nicht so gut performt hätte. Ne? Das war ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dann hol doch mal einen aus dem Hut und lass einfach fucking Jovelic neben Dost spielen. Was ist denn los? Also meine Güte, was soll passieren? Ja. Kannst du natürlich auch machen als Move, um dem anderen mal zu zeigen, so nach dem Motto, ey, ihr bringt jetzt gerade keine Leistung. Ja, der zeigt wenigstens Einsatz, so ganz genau. Jetzt stellen wir mal einen dahin, der halt einfach auch mal Bock hat und der halt im Zweifelsfall halt auch mal den ganzen Platz hoch und runterrennt. Ja, und dann spielt der Scheiße, dann würde ich zu André Silva sagen, ja, und du spielst auch Scheiße, so, was willst du jetzt von mir? So, nee, also ganz ehrlich. Gut, dass du kein Trainer bist. Nein, das ist trotzdem auch so zu zeigen, Leute, Jovelic, ich habe es verstanden am Anfang, weil der wirkte in der Hinrunde wirklich wie ein A-Jugendlicher, aber jetzt beim Testspiel gegen Hertha zum Beispiel hatte der für mich schon so ein bisschen mehr Präsenz. Das hast du schon gesehen. Der hat einen Fallrückzieher probiert und ein bisschen mehr sich zugetraut. Also der läuft ein bisschen anders. Der ist jetzt auch ein bisschen länger da. Vielleicht fehlen ihm natürlich fehlen ihm noch ein paar Prozent und der wird wahrscheinlich wirklich erst in der nächsten Saison eine ernstzunehmende Alternative. Nichtsdestotrotz, wenn ich wahrscheinlich, ganz ehrlich, gehe davon aus, Silva wird wahrscheinlich sowieso eine Muskelverhärtung haben. Also da gehe ich fest von aus, dass er noch kurzfristig sich verletzt. Paciencia ist für mich, den sehe ich weiter nicht, weil der für mich dieses Pressing so ein bisschen kaputt macht, weil der sehr, sehr engagiert ist. Der rennt sehr, sehr, sehr viel, aber viele Wege, die der macht, sind einfach völlig unnötig. Also der ist für mich so ein bisschen chaotisch. Der ist nicht in seiner Struktur, was das Pressing betrifft, gefällt er mir nicht. Für mich ist der perfekte Gacinovic im Sturm, sozusagen, okay, 70. Minute steht 1-1, geh Paciencia, geh rein, Köpfein rein, schau. Diese Rolle hat er ja in dieser Büffelherden-Saison auch mega geil ausgefüllt. Ich würde tatsächlich, wenn ich mich danach richte, dass Rebic nicht da ist, dann würde ich Jovelic spielen lassen. Wenn Rebic da ist, würde ich tatsächlich Rebic nicht auf rechts stellen, dann würde Gacinovic bei mir drin bleiben und Rebic wäre vorne drin. Mit neben Dost. So.
Ich finde Jovelli, ich finde das eine gute Alternative. Das ist jemand, den schickst du auch. Und wenn er nichts anderes macht, wie für Bas Dost einfach die Biene, die um ihn rumläuft und die Räume zuläuft. So, ja. Ja, auch da gehe ich mit. Finde ich mal eine interessante Lösung. Lass uns das doch mal probieren mit dem Jovelli. Gut. Das gehört Eintracht, danke. Wir haben jetzt eine Aufstellung, die da lautet: Trapp im Tor, Ndika, Hinteregger, Abraham, Touré in der Abwehr, davor Kostic, Rodesoo, Gasinovic und vorne im Sturm Dost und Jovelic. Mhm. Ist doch okay. Einfach für das mal Spiel machen. Gegen Hoffenheim. Kann man mal machen. Jetzt hätte ich gerne noch Tipps von euch, wie das Spiel am Samstag 15:30 wird angepfiffen, demnach 17:15 Ende, wenn sie pünktlich sind, ausgeht und der Marvin darf anfangen. Ja, ich muss diesen Optimismus, den ich ja jetzt schon angekündigt habe, muss ich natürlich auch umsetzen und sage einfach mal 2-1 für die Frankfurter Eintracht. Mhm. Basti. Ich sage 3-0 für die Eintracht. Krass. Alex. Nehmt ihr das nur hier? Ich glaube, das wird eins der langweiligsten Spiele, das ich in der letzten Zeit gesehen habe. Gut, waren jetzt auch nicht so viele. Ich wollte gerade sagen, so viele waren in den letzten zwei oder drei Monaten gesehen habe. Mann. Ja. 0-0. Gott, ich bin jetzt nicht ganz so unoptimistisch wie Frau Alex. Sage trotzdem, dass wir über ein 1-1 nicht drüber hinauskommen. Das ist das Gleiche, das weißt du schon, oder? Nee, jetzt sind mir in zwei Tore gefallen. Also ich bin wesentlich optimistischer als Jan. Nein, ich sag nein, das hab ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Er klausuliert schon. Nein. Er hat unoptimistisch gesagt. Genau. Das ist eine ganz andere Bedeutung. Und ich habe gesagt, nicht so sehr. Nicht deutlich mehr. Also von daher ist... Wenn du die weiter nicht kennst, unterstellst du mir so Sachen. Das ist korrekt. Wärst du auf pessimistisch bekommen, hättest du pessimistisch gesagt. So. Ja, ich bin ja nicht pessimistisch. Ich sage ja, wir schießen immerhin ein Tor und wir nehmen einen Punkt mit. Also... Und das ist dann Alex nimmt auch einen Punkt unoptimistisch. Mit, ja, aber die schießt keine Tore. Egal. Die fängt vielleicht einen Fasan, aber die schießt keine Tore. Ja, das war ich nicht. Also, anderes. Fasan muss ich immer an gute Zeiten, schlechte Zeiten denken. Liebe Grüße. Uha. Die Älteren unter uns. Ja. Gut. Unter uns? Aha. Gut, Mann. Tufte. Eieieiei. Gut, das ist dann erstmal unser Take zum Thema Hoffenheim. Und dann wurden wir noch mehrmals gefragt, ob wir über den Herrn Löw und sein Eintracht-Trauma sprechen wollen. Doch. Und Marvin hat das zugesagt. Dementsprechend müssen wir das tun. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, liebe Leute. Ich habe echt schon in der letzten Zeit viel über mich ergehen lassen. Also diese dauerhafte Ignoranz des Herrn Löw bezüglich aller Eintracht-Thematiken. Der ganze DFB, dieser scheiß Klüngelverein, der in der letzten Zeit auch den Standort Frankfurt schon das ein oder andere Mal niedergeschrieben hat. Erinnert euch vor anderthalb Jahren, als es einen internen E-Mail-Verkehr gab. Da vergisst man alles, da redet man keiner mehr drüber. Als Koch damals gesagt hat, oh, die problematischen Eintracht-Fans, ja, und die Frankfurt-Fans, die wissen wir nicht. Wo sie das Nationalspiel dann hier nach Hoffenheim verlegt haben. Genau, und dann, aber nein, da wurde zugesagt, man bekommt ein anderes Topspiel, wo dann irgendwie, keine Ahnung. Was sie doch auch nochmal verschoben hatten, weil irgendwas war. Genau, und dann war dann Irland da, ja gut, bei allem Respekt, und normalerweise wäre Frankreich gekommen, und dass man dann immer diese Gleichsetzungen macht, von wegen hier Eintracht-Fans gleich Nationalmannschaftsfans, was ist denn los mit euch, das hat ja auch schon keinen Sinn ergeben, so, aber diese Ignoranz des DFB geht dann so weit weiter, dass Löw in einem Interview, beziehungsweise in einem Gesprächsfetzen, dann einfach mal vergessen hat, dass hat er gesagt, in den letzten 20 Jahren haben eigentlich die ganzen Bundesligisten europäisch nichts gerissen, also beziehungsweise im Europacup, das ist ein großes Problem. Und dann denke ich mir, hast du letztes Jahr gesehen, dass die Frankfurter Eintracht das fucking Halbfinale erreicht hat und eigentlich nur durch ein oder zwei fehlgeschlagene Elfmeter im Elfmeterschießen es nicht geschafft hat, ins fucking Finale zu kommen gegen Chelsea FC. Also da muss ich echt sagen, das ist nicht mehr lieb gemeint irgendwie, ach, ich hab's vergessen. Ach, kann man mal vergessen. Das war fucking letztes Jahr. Das ist Ignoranz auf höchster Stufe und das muss ich auch sagen, das ist nicht nur, dass der ein oder andere Spieler nie belohnt wird,
wenn er konsequent gute Arbeit leistet, beispielsweise jetzt auch, dass Kevin Trapp nicht nominiert wird, offenbar für die Olympia-Auswahl, das wäre auch eine ganz geile Sache gewesen. Nein, auch das passiert nicht. Der ein oder andere Spieler, der was verdient hätte, wurde auch nicht nominiert. Ich erinnere euch an die Jungen-Sache damals. Der Junge ist erst wirklich nominiert worden, als er dann bei fucking Wolfsburg gespielt hat. So, und das geht mir jetzt alles richtig auf den Sack, dass er, dieser ignorante Sack, jetzt sogar den größten Erfolg der Frankfurter Eintracht auf internationalem Niveau seit vielen Jahren wirklich ignoriert. Da muss ich sagen, entweder du lebst wirklich in deiner eigenen Welt oder du machst es mutwillig. Keine Ahnung, wer dir mal dein Kuschelkissen geklaut hat, hier in Frankfurt, als du hier gespielt hast. Aber jetzt ist halt euch mal gut. Sorry. Dieser Gesprächsfetzen entstand übrigens beim Neujahrempfang der Deutschen Fußballliga am heutigen Dienstag. Was ja sowieso auch wieder, also das ist ja auch so ein Thema für sich. Aber ja, sorry. Was, die Deutsche Fußballliga oder? Nee, diese ganzen Gespräche heute über zukünftige TV-Gelder und. Ach, die Nummer, ja. Ja, ich kann mich Marvin da nur anschließen. Ich muss bei meinem Hass ein bisschen trennen. Ich verstehe tatsächlich, vielleicht unpopuläre Meinung, aber ich verstehe tatsächlich, dass in den vergangenen Jahren kein Eintrachtspieler für die Nationalmannschaft nominiert war. Das kann weil ich auch nachvollziehen. Weil ich sehe keinen, muss ich sagen. Also ich wüsste jetzt keinen, wo ich sage, okay, das ist ein Riesenskandal, dass der nicht nominiert war. Was ich ja, aber der sagen Skandal muss, an der Stelle ist eigentlich, was stattdessen nominiert wurde. Also wenn du dir mal anguckst, was damals an Hoffenheim-Spieler alles Nationalspieler geworden ist. Ja, aber die waren trotzdem taktisch besser ausgebildet, das muss man leider sagen. Es tut mir leid, ich würde lieber jemanden nehmen, der bei Hoffenheim spielt und da irgendwie in die Systematiken ist, als einer, der unter Thomas Schaaf spielt oder Armin Fee. Das ist leider so, es tut mir leid. Es gab tatsächlich noch nie eine Situation, wo ich niemals verstanden habe, dass der Eintracht-Spieler nicht nominiert wird. Was ich aber sagen muss, ist das, was viel wichtiger ist, was Marvin sagt, diese Kommunikation. Erinnern wir uns an den Kack, der über Eintracht-Fans gesagt wurde, dann über dieses DFB-Pokalfinale, wo sich irgendwie geärgert wurde, dass die Eintracht gewinnt, weil dann irgendwie Nationalspieler nicht so gut drauf sind und so weiter mit Grindel und alle möglichen Sachen. Diese Ignoranz und dieses, ja, dass du das Gefühl hast, die Eintracht-Fans sind da noch besonders irgendwie unterm Brennglas. Und solche Aussagen bestätigen das natürlich. Wo du dir dann denkst, ganz ehrlich, dann erzählt uns vor allen Dingen nichts dafür, dass sich jemals ändert, dass sich auch nur ein Frankfurter einen Kack für die Nationalmannschaft interessiert. Also jetzt mal ganz im Ernst, dann trennt man das komplett, dann macht das mit euren Mallorca-Fans alles gut. Aber das ist mit Sicherheit kein Schritt in die Richtung zu sagen, okay, da findet wieder eine Annäherung statt, sondern im Gegenteil, da fühlt man sich in seiner Ablehnung, die man in sich trägt, unabhängig von diesen Sachen eh bestätigt und sagt ganz, ganz ehrlich, fick dich, lass uns in Ruhe. Also, das kann man doch alles auch gar nicht ernst nehmen. Das nächste Mal kommen sie wieder hierher, immer vom letzten Nationalmannschaftsspiel hier in Frankfurt, wo alle gesagt haben, ah ja, super, jetzt spielen wir hier in Frankfurt, da ist immer gute Stimmung, freuen wir uns. Ein Scheiß ist da, weil keiner hingeht. Weil es einfach lächerlich ist, diese Veranstaltungen, die da abgezogen werden. Und genauso lächerlich ist dieser ganze Hannebumble-Verein. Ja, aber genau das ist doch was, aber das ist doch genau das. Weil Marvin hat ja alles aufgezählt. Ganz ehrlich, genau was du gerade sagst. Da sind welche, die müssten froh sein. Die müssten froh sein und uns eigentlich also Geld bezahlen, dass wir da hingehen, um die zu unterstützen. Um die auch wieder irgendwie, keine Ahnung. Nee, die verstehen es ja nicht, warum wir es nicht tun. Die stehen dann ja noch da und sagen, was sind ich die ja Frankfurter denn heute so leise? Die sind doch sonst immer so laut. Was sind da ja, los? Und, die, ja, aber, sind aber, die krank heute? Sind doch die gleichen Leute hier im Stadion? Warum geht denn die Choreo hier nicht? Dann ans Bein. Was ist denn das? Das ist für, wenn hier einer irgendjemanden ans Bein pisst, dann wir den. Aus den offensichtlichen Gründen. Und jetzt kommt das auch noch umgekehrt. Das verdoppelt ja wirklich diese Ablehne. Wo ich mir denke, stopp. Das Maximalste, was ihr machen könnt gegenüber Eintracht-Fans und gegenüber allen normalen Fußballfans, tut mir leid, ist einfach die Fresse halten und macht's wieder richtig und nicht diesen Bullshit. Wenn aber von der Seite, die wirklich viel Kacke gebaut hat, was das betrifft, was Kommunikation betrifft, Umgang mit Fans und Umgang mit ihrem eigenen Produkt, in Anführungszeichen, dass diejenigen jetzt solche Aussagen in unsere Richtung tätigen und oder uns auf diese Weise ignorieren, ja, ganz ehrlich, dann würde ich sagen, okay, dann ab jetzt gehen wir getrennte Wege komplett. Macht ihr euer Ding, werdet glücklich damit und wir ziehen unser Ding durch. Also ich kann Marvins Ärger da komplett verstehen, weil das auch einfach eine Art der Respektlosigkeit ist. Fertig aus. So. Ich finde es, wie gesagt, und es ist ja interessanterweise, ich meine, ich reg mich da jetzt auf die Eintracht, aus Eintracht-Sicht auf. Natürlich, warum? Weil die Eintracht jetzt gerade letztes Jahr erst im Halbfinale war. Wenn du dann ja, natürlich eben, das ist ja nicht lange her und das hat auch nicht wenige Leute begeistert, außerhalb von Frankfurt auch. Also genau.
Und dann ignoriert der Typ ja dann aber halt auch noch andere. Ne? Es ist ja auch nicht so, als wäre das jetzt nur die Eintracht gewesen. Schau mal nach, wie viele Bundesligisten in den letzten Jahren dann doch relativ weit gekommen sind. Keine Ahnung, also das war, Werder war glaube ich sogar im Finale. Werder Bremen 2009 und Borussia Dortmund 2002 im Endspiel und davor HSV war auch mal relativ weit. Hatte zu den Bayern HSV, Bayern, ja. Bremen, Schalke und sogar Kaiserslautern. Das hast du natürlich gesagt, jetzt auswendig gelernt. Nein, das habe ich natürlich bei der Hessenschau nachgelesen, so wie sich das natürlich gehört, lieber Marvin. Na, sehr gut. Also, cheap luck, aber sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Nee, also, ne, was ist das denn hier heute für eine Promo-Show? Ja, gut, das haben wir aber jetzt eben nicht ausgemacht. Aber also, mir geht's halt, aber da zeigt mir doch ganz klar, dass der Typ auch wahrscheinlich auch in seiner eigenen Welt lebt, komplett, ja. Oder? Ja. Ja, da gehe ich mit. Finde ich auch abstoßend, aber. Mir zeigt halt einfach nur, warum ich mich, also es bestätigt mich in meiner Aussage, dass mich all das, was dieser DFB, DFL, Nationalmannschaftsklumpatsch da macht, überhaupt nicht interessiert. Immer noch mehr. Ich sehe weiterhin keinen Grund, mich auch nur in irgendeiner Art und Weise für irgendwelche sportlichen Aktivitäten dieser Nationalmannschaften zu interessieren. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst, lieber René. Grüße an dich. Ja, ich grüße mich selbst. Gut, dann haben wir auch dieses Thema lang und breit erschöpft und Frau Alex hat trotz dessen, dass ihr eigentlich nicht darüber reden wollte, doch einen relativ großen Redeanteil gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Was? So, dann, Freunde der Nacht, müssen wir jetzt sprechen über ehemalige Spieler. Herr Marvin, haben Sie einen Spieler rausgesucht? Ja, natürlich habe ich das. Dann kommt jetzt erst der Jingle. Jetzt. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. So, jetzt bin ich sehr gespannt, welchen Spieler du da rausgesucht hast und ob wir ihn diesmal erraten können. Boah, es wird schwierig. Es wird wirklich schwierig, ja, denn ich habe gedacht, die letzten Male war es so einfach. Und jetzt bewegen wir uns mal weg aus Albanien, ja, und gehen nach Maribor. Da hat er zuerst mal gespielt. Dann ist er zum KAA Gent gewechselt. Von KAA Gent ging es dann 2003 zur Frankfurter Eintracht. Übrigens ist die Frankfurter Eintracht der einzige Verein, der mal Geld für ihn gezahlt hat, tatsächlich, was ich sehr lustig finde. Und am Ende war der besagte Spieler wirklich nur ein halbes Jahr bei der Frankfurter Eintracht, ist dann schnell weitergewechselt zu einem Verein, wahrscheinlich eher seiner Kragenweite. Und zwar Rot-Weiß Oberhaus. Ah, Chippy. Ja, genau. Rot-Weiß Oberhaus. Sehr guter Transfer damals. Wie lange war der hier? 2 Monate? Nee, was? Der war, war ein halbes Jahr tatsächlich. Ach, guck an. Das ist einer der besten Eintracht-Transfers aller Zeiten. Ja, Gary Chippy, 13 Erstligaspiele irgendwie gemacht, aber auch eher so eingewechselt, ausgewechselt und dann halt in die zweite Liga, ich glaube es war die zweite Liga, zu Rot-Weiß Oberhausen gewechselt. Basti, wie kann es sein, dass du dich daran erinnerst? Weil das so ein mega geiler Transfer war im Sinne von die Eintracht holt den und damals war es ja auch noch nicht so, dass du allzu viele Informationen hattest wie Transfermarkt und so ein Kram, sondern du denkst dann, okay, die Eintracht holt einen, denkst, was ist für einer? Und dann geht er nach einem halben Jahr zu Rot-Weiß Oberhausen, dann weißt du Bescheid. Also das ist so dieses... Es gab ja früher auch immer so Transfers, wo man dachte, oh, wenn die von Eintracht weggehen, werden die besser. Bei dem war es dann damals so irgendwie so, ja, vielen Dank, sehr gut gescoutet mal wieder. Das ist echt sehr, sehr lustig. Tatsächlich im Leben nie drauf gekommen. Weil es gibt ja Fehleinkäufe und Fehleinkäufe. Es gibt ja, ja Einkäufe, die passen zu der Zeit nicht, zu denen die Konstellation, dann sind die woanders, kommen die besser zurecht. Dann gibt es aber Fehleinkäufe, wo du sagst, ja, du warst der Einzige, der auf die Idee kam und danach keiner mehr und es war auch richtig so. Also. Genau, das war's. Ich meine, das war auch so ein bisschen so die Zeit des Albanien-Hypes, also ohne jetzt mal... Wer weiß auch, was für ein Berater da im Hintergrund seine Fäden gezogen hat, der die alle hierher gebracht hat. Also, ja, ich meine, weißt du, da anfällig.
Genau, so gute Leute wie Altin Lala, die sich ja gehalten haben, oder Iglitare, weiß nicht, ich glaube, Iglitare war auch so ungefähr in der Zeit, ne? Du hast ja auch andere gute Spieler gehabt. Erwin Skiller will ich da mal ausschließen, weil der ist ja noch eine ganz andere Nummer. Aber es gab halt auch Spieler, die diesem Hype nicht gerecht wurden. Da gehört Gary Chippy auf jeden Fall dazu, der zumindest in seinem eigenen Land für echt wirklich viele Erfolge gesorgt hat, ist, glaube ich, relativ spät auch nochmal Meister geworden, 2007, und sitzt jetzt, muss man sagen, er hat es ordentlich geschafft, bei seinem Heimatverein Flamutari Flore, ja, also nicht sein Heimatverein, aber ja, aber er kommt zumindest aus Flora, sitzt er da im Aufstand, im Vorstand. Ich bin Aufstandsvorsitzender. Ja, also. Ich sitze hier im Aufstand, lass mich in Ruhe. Genau. Also, ich bin erstaunt und sehr verwundert, aber der Basti hat es erraten. Hey. Großartig. Wir sind sogar in der höchsten Spielklasse. Flamutari Flora. Hört sich an wie ein ausgedachter Freund, naja. Ja, ohne Scheiß. So ein bisschen schon irgendwie so, irgendwie weiß ich nicht, in der Kreisliga der Floristen ist das irgendwie. Genau. Eigentlich müssten wir halt mal so eine Tour machen, ne? Ich gucke mir jetzt hier gerade in. Mach mal, das machen wir Groundhopping in Flamutari Flow. Da gucken wir. Ist eigentlich schon geil, so richtig in Albanien. Schönes Stadion, so mitten in der Stadt so, ein bisschen runtergekommen. Wie man sich das halt vorstellt. Das wäre schon, also irgendwie schon. Das machen wir. Ja. Lass mal machen. Bin ich dabei. Da kennt uns auch keiner, können wir was trinken. Als wenn uns das an anderen Stellen stören würde. Och du, wir müssen ja mittlerweile schon aufpassen. Mittlerweile muss man da ein bisschen aufpassen. Gut, also der Spieler diese Woche, Gary Chippy. Ja. Bin ich im Leben hier drauf gekommen. Die einen sagen so, die anderen so. So, ja, Freunde der Sonne. Freunde der Sonne. Gut, dann müssen wir, glaube ich, noch über eine gute Tat der Woche reden, die uns geschickt worden ist. Oh ja. Und ich. Wie ist denn die Eintracht aus der Winterpause gekommen vor 20 Jahren? Machen wir das nicht mehr? Da war da noch kein Spiel. Da war noch kein Spieltag. Hast du recht. Gut gerettet. Gut aus der Affäre gerettet. Das ist richtig. Aber wir können schon mal anteasern, gegen wen wir am 18. Spieltag in der Saison 99-2000 spielen werden. Und zwar. Ebenfalls auswärts, und zwar gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Ach, diese Wichsverein. Ja. So. Grüße. Wir können so tun, als hätten wir das Spiel frei gehabt. Könnten wir tun, tun wir aber nicht. Dazu aber dann in der nächsten Woche mehr. Und jetzt sprechen wir erstmal über die gute Tat der Woche. Jetzt muss ich nur noch den Jingle dafür finden. Der ist hier. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und die gute Tat der Woche wurde uns geschickt von Rufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Hat er nicht auch den Jingle selber gemacht? Ja, genau. Korrekt. Ja, also er hat quasi den Jingle für sich selber jetzt gemacht. In dem Fall ist das richtig, ja. In dem Fall ist das richtig, nee. Und zwar, der ist auch ziemlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ziemlich so im Kampfsport tätig. Also ist, glaube ich, auch Trainer und hat da mehrere Organisationen. Und unter anderem haben einer von seinen Vereinen eine Partnerorganisation in Australien. Und ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen, was da gerade abgeht. Und zwar haben die einfach eine GoFundMe-Kampagne gemacht von ihrem Verein für den anderen Verein, um die da so ein bisschen zu unterstützen in Australien. Und hat uns gefragt, ob wir das mal ein bisschen verbreiten könnten. Und das ist eigentlich eine gute Sache, weil dieser die Brände in Australien gehen ja so ein bisschen unter. Und tatsächlich, die Leute interessieren sich ja mal mehr für andere Sachen, die da in Australien passieren. Und ich finde, das ist eine gute Sache, kann man unterstützen und guckt einfach in die Shownotes. Auf jeden Fall. Genau, also so wie Sie das beschrieben haben, geht quasi das Geld nicht über irgendwelche Organisationen darunter, sondern quasi direkt an deren Partnerverein dort unten, mit dem Sie dann zum einen eben die Opfer unterstützen wollen, aber eben auch die Feuerwehrleute unterstützen wollen. Die haben jetzt auch schon angefangen, da eben quasi Veranstaltungen zu machen oder halt eben von
Trainingsaktivitäten, die sie dort machen, wo sonst die Leute Geld bezahlen quasi, die dann kostenfrei zu machen und stattdessen einfach das Geld zu spenden. Und wir haben eben die Möglichkeit, hier jetzt über diese GoFundMe-Aktion da nochmal ein bisschen unter die Arme zu greifen. Bislang sind ein paar Spender mit dabei, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, also von daher, wenn ihr da noch einen Weg gesucht habt, da zu unterstützen, ist es, glaube ich, eine sehr lohnenswerte Sache. Finde ich echt geil. Also ich meine, der Ruben kann mir auch mal ein bisschen mal hier so ein bisschen ausholen. Der hat uns immer die Jingles gemacht, ne? Das hört sich ja immer mega geil an. Echt ein cooler Typ. Grüße an dieser Stelle. Ja. Ist auch so mit Krav Maga, das ist diese Sportart, so der eigentlich so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Selbstverteidigungssportart. Kommt, glaube ich, aus, hat, macht, glaube ich, der israelische Geheimdienst auch und so weiter. Ja, sofort erster, einer der Instruktoren. Und da gibt es dann, wie gesagt, dementsprechend so Mixed Martial Arts Verbindungen hin nach Australien. Finde ich eine coole Sache, unterstützen wir gerne. Und ja, liebe Leute, macht da mal mit. Da ist ein kleines Ziel gesetzt und es wäre doch super, wenn wir das irgendwie erreichen könnten. Und ich glaube, die Jungs und Mädels brauchen da gerade in Australien alle Hilfe. Insofern, das bleibt unsere einzige gute Tat der Woche, aber eine umso größere. Korrekt. Von daher, ich packe den Link wie jedes Mal, wenn wir sowas haben, in die Shownotes und dann könnt ihr da einfach mal draufklicken und erzählt auch ruhig weiter, wenn ihr selbst sagt, okay, ihr habt schon irgendwie was gespendet, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der da auch noch lieber mal auf einen Kaffee oder irgendwas verzichtet und dann ein paar Euro da einwirft. Auch kleinere Beträge helfen da einfach schon extrem weiter. Von daher, guckt es euch mal an. Sehr gut. So. Und jetzt die Frage in die Runde, habt ihr noch Empfehlungen? Ja, ganz egoistisch. Ganz egoistisch hat Marvin eine Empfehlung. Dann haue ich auch da jetzt mal den Jingle raus und dann machen wir da weiter. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Dann schieß mal los, was du empfehlen möchtest. Ich hätte eine Theorie, ohne ins Dokument geguckt zu haben. Ja, naja, ist jetzt kein großartiges Wunder. Natürlich empfehle ich eine neue Folge des Ringfuchs-Podcasts. Ja, mein wunderbarer Podcast, den ich zusammen mit Jesper über Wrestling mache. Und zwar haben wir da ein neues Subformat im Endeffekt, wo wir eigentlich jede Woche über aktuelle Geschehnisse des professionellen Ringkampfs sprechen, in Europa oder auf der ganzen Welt. Und diesmal haben wir ganz frisch gestern aufgenommen, die ist heute schon online. Und da geht es hauptsächlich darum, über NXT UK. Ich war in Blackpool und berichte dann davon, wie diese Veranstaltung lief, wie es war, so live mal bei einem WWE-Pay-Per-View, also nur Kategorie Tiefe, gewesen zu sein. Kleiner Spoiler, es hat mir gut gefallen. Wir haben noch, wir reden über Japan. Da gab es zwei Groß-Events. Es passiert jetzt wieder einiges. Das ist für mich immer eine ganz coole Angelegenheit, dass gerade wenn die Eintracht mich manchmal so ein bisschen im Stich lässt, dass ich dann großen Spaß dann trotzdem noch am Wrestling habe. Ja, Basti und ich setzen uns ja ein paar Wochen auch sonntags hin und werden Sonntag auf Montag den Royal Rumble gucken. Das ist wieder ein Event, bei dem wir beide wahrscheinlich, wenn wir dann live schauen, zwischen Hoffnung und Verzweiflung pendeln werden. Gibt's da Live-Kommentare? Wahrscheinlich gibt es dann Live-Getwittere auf jeden Fall. Da ist es wieder, für Basti ist es dann nämlich wieder so, dass eigentlich alles darauf hinausläuft, dass er, du bist ja wieder bei WrestleMania, Basti, und da hofft er sich natürlich prägende, richtungsweisende Entscheidungen dann beim Royal Rumble. Wird wahrscheinlich wieder enttäuscht, dass genau das nicht kommt, aber wir erleben es dann zumindest gemeinsam. Ja, okay. Also den Ausgleich, den du gerade genannt hast, den sehe ich dann da nicht, weil das ähnliche Gefühle hervorrufen wird wie die Eintracht. Aber gut, ich freue mich trotzdem. Man kann ja auch wieder positiv überrascht werden. Wir können auch 3-0 in Hoffenheim gewinnen und Edge gewinnt den Royal Rumble, wer weiß. Ja genau, es kann alles passieren und dementsprechend für die wöchentliche Dosis neben unserem zeitunabhängigen Ringfuchs-Format, wo wir über die Sachverhalte, das, was im Wrestling so großartig ist und was auch gleichzeitig irgendwie merkwürdig ist, sprechen, werden wir uns einmal die Woche, das haben wir jetzt so seit 3-4 Monaten irgendwie gestartet und das kommt ziemlich gut an, über das aktuelle Zeitgeschehen des professionellen Ringkampfs unterhalten. Wie gesagt, schaut da mal rein oder hört mal besser rein, wir sind ja genauso wie der Eintracht-Podcast, kein Wunder, dass wir überall die gleichen, nicht Formate, aber die gleichen Ausspielwege haben, sind wir natürlich auch bei Spotify und bei anderen Plattformen. Sehr schön.
Das ist meine Empfehlung. Man könnte theoretisch auch uneigennützig noch die neue 93 empfehlen, muss ich sagen. Die habe ich auch schon reingehört. Ihr seid auch wieder zurück aus der Winterpause gekommen, ne? Yes, yes. Wir sind aus der Winterpause und wir legen gleich auch in 2020 musikalisch los. Ich warne, es gibt einen Ohrwurm in dieser Sendung, den bin ich bis jetzt noch nicht losgeworden. Und guck mal, wie ich das schaffe. Ich bin noch nicht bei den Ohrwürmern angekommen, ich bin noch bei dem ertrinkenden Wildschwein. Ah, Willi. Willi, das ertrinkende Wildschwein. Und ich bin vor Lachen, ich habe das vorhin gehört, als ich mit dem Hund draußen unterwegs war, ich bin vor Lachen bald im Feld zusammengebrochen. Also das war ein großes Highlight. Ja, ja. Könnt ihr mal reinhören, liebe Freunde. Ja. Sonst noch was? Ich überlege gerade. Ich kann ein Buch empfehlen. Ich kann ein Buch empfehlen. Ja, das ist mega geil. Dann mach du mal erst das Buch. Und zwar habe ich über zwischen die Jahren, wie man so schön sagt, habe ich ein Buch gelesen. Ich muss jetzt den genauen Titel nachschauen. Und zwar heißt das Bad Blood. Und zwar ist das die wahre Geschichte des größten Betruges in Silicon Valley. Da geht es um eine Unternehmerin, die behauptet hat, dass sie Bluttests entwickelt hat, die das Blut auf 100 verschiedene Sachen testen kann, das so groß sein soll wie ein iPad. Hat diese Behauptung auch sehr, sehr, sehr lange aufrechterhalten. Da habe ich irgendwann mal was davon gehört. Ist die nicht auch durch mehrere Funding-Runden oder irgendwas genau, gelaufen? Die hat immer wieder Kohle eingesammelt. Die hat sogar Apotheken, Filialen, Walgreens zum Beispiel, dazu gebracht, landesweit Räume dafür einzurichten, um das Ding mal irgendwann zu benutzen. Ganz, ganz krasse Nummer. Also das ist sehr, sehr faszinierend. Ich habe das Buch echt in einem weggeräumt. Kann ich nur empfehlen. Ich schicke dir jetzt mal den Link, dann kannst du es in die Schule stellen. Ich hab schon. Das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Das hat mich sehr, sehr, ja, hat mir auch, mich auch ein paar Ideen auch gebracht. Naja. Naja, irgendwas mit Blut zu machen bei Busty Red ist ja jetzt auch noch irgendwie naheliegend, oder? Ich entwickle jetzt auch Bluttests. Ja, ja, das klappt bald. Geben Sie mir mal erstmal Geld. Nächste Woche bewerben wir Bustys Crowdfunding-Kampagne. Genau. Red Blood. Genau. Aha. Ja. Gucken wir mal. Nee, ansonsten habe ich zu den Jahren nicht viel gemacht. Ich würde ungehörterweise eine Podcast-Empfehlung abgeben wollen. Und zwar bin ich da letzte Woche drüber gestolpert. Ich wusste schon, dass es diesen Podcast gibt, und zwar Plan Z. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Radsport-Podcast, und zwar von Rick Zabel, dem Sohn von Erik Zabel. Oh, geil, hat sie auch ausgedacht. Doch. Rick Zabel. Wie heißt wie ihm sein Kind? Ich. Wie heißt Erik Zabel? Erik, Rick, ich. Ja. Mein Urenkel CK Zabel. CK. 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 CK Zabel. CK Zabel. Oh, großartig. Jedenfalls spricht er in Folge 13 mit seinem Vater über diese ganzen Doping-Thematiken und über Jan Ullrich und wie das damals alles so ein bisschen abgelaufen ist. Also wer sich da für das Thema interessiert, der kann sich, glaube ich, diese Folge einfach mal anhören. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht komplett gehört. Ich kann von daher nicht in Gänze sagen, ob das jetzt wirklich eine Empfehlung ist oder nicht, aber allein von dem Teil, den ich jetzt mitbekommen habe und so weiter, finde ich das durchaus interessant, und wenn man an dem Thema Interesse hat, kann man da, glaube ich, nicht so viel mit falsch machen. Ich verlinke es euch mal. Mhm. Mhm, fand ich auch. Und jetzt auch, wenn wir hier schon bei der großen Hört da rein, Show sind, kann ich auch den neuen Alles Gesagt Podcast empfehlen von Zeit Online mehr oder weniger, beziehungsweise genauer gesagt. Und zwar mit der wunderbaren Eva Schulz, die macht Deutschland 3000, den Titel hat sie sich bestimmt ausgedacht von Fußball 2000. Total naheliegend. Genau, leider nicht, aber schön wär's. Trotzdem muss man sagen, dass das ein richtig, also das Format, Deutschland 3000 ist ja auch ein sehr gelungenes Politikformat, auch so für eine jüngere Zielgruppe, die auch Dinge anders vermittelt. Und dieses Gespräch mit unter anderem Christopher Amend ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Es kommt sehr sympathisch rüber, und da merke ich immer wieder, was man noch alles leisten kann, wenn man ein bisschen schlauer ist. Muss ich mir mal ein Beispiel nehmen, tatsächlich. Also macht Sinn, hört sich gut an. 3,5 Stunden ist recht viel, aber wenn einer mal eine längere Fahrt hat, dann lohnt sich das. Das ist die aktuelle Folge von denen, ne? Genau, ist die aktuelle Folge. Und wahrscheinlich eine der absolut besten. Rezo habe ich mir nicht gegeben mit 8 Stunden, irgendwann hört es halt auf. What? Rezo ist sowieso überall. Und was? Und 8 Stunden?
Ja. Aber ganz krass. Ehrlich, abgesehen davon, von den ganzen Empfehlungen, hat der Basti in eine andere Gruppe was gepostet, was ich eben auch schon gesehen habe. Und zwar, härter Hammer, Cleansys Trainerlizenz ist nicht mehr gültig. Das ist übrigens auch echt was? Eine der absolut geilsten Geschichten aktuell. Basti, du hast ja gestern schon bei 93 angedeutet. Also was momentan mit der Hertha los ist, ist auch ziemlich weird, oder? Ja, ich habe das so ein bisschen mit diesem, kennt ihr noch diese S&K-Immobilien? Diese zwei Johnnies, die da ständig Geld eingesammelt haben. Ach, die hier mit Elefanten vor der Tür und so. Genau. Ja. Wo der eine dann aus dem Gerichtssaal auch gehüpft ist und was weiß ich was. Und, ja. Das wirkt so ein bisschen. Windhorst und Klinsmann ist für mich W&K-Immobilien. Das wirkt alles so ein bisschen, keine Ahnung. Wie so ein dubioser Motivationscoach, der dir irgendeinen Scheiß erzählt und du denkst, klappt das nicht, keine Ahnung. Bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe es ja schon bei 93 gesagt, die theoretische Möglichkeit, dass das 1860-mäßig gegen die Wand fährt, die ist zumindest da. Und das würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich längere Zeit keine Hose brauche, wenn das passiert. Das ist echt so absurd. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass der jetzt keine Lizenz hat, ja. Ich meine, das ist jetzt, ich meine, natürlich kann jetzt der Nuri da auf die Nuri wird es machen, bla, Sondergenehmigung, bla, bla. Ja, aber es ist trotzdem lustig. Ja, am Ende des Tages war das auch der Grund, warum der Nuri geholt wurde. Maybe. Also, dass der das eigentlich auch schon wusste und dass das einfach nur jetzt rausgekommen ist. Dass sie ein bisschen gepokert haben, dass das erst später rauskommt. Ja. Dass sie sich einfach vorher schon Kasper als Vortänzer geholt haben. Hm. Aber Junge, dann, es ist trotzdem so lächerlich einfach. Ja, also... Es ist ein reichlich absurdes Spektakel tatsächlich. Also ich finde das schon alles grenzwertig unangenehm, was dabei der Hertha passiert, weil es mich auch tatsächlich echt ganz schön wütend macht, wenn die andauernd irgendwie die nächste Saison durchs Dorf treiben. Der könnte aber jetzt hier irgendwie, der könnte aber auch bei der Hertha landen und so weiter und so fort. Also finde ich alles fast unangenehm. Nee, nicht fast. Ich finde es tatsächlich unangenehm. Ist tatsächlich unangenehm, ja. Ja, deswegen, also, aber wie Basti es richtig gesagt hat, am Ende kann das halt alles in die falsche Richtung gehen für die und dann stehen sie wirklich blöd da. Ja, aber irgendwie ergibt es, das ist gerade so ein Puzzlebild, was ich gerade vervollständigt. Die Hertha und der DFB, ne, das ist ein und dieselbe Mischpoke. Da ist eine Marketingabteilung, die versucht, ein beschissenes Produkt irgendwie attraktiv zu gestalten und am Ende des Tages steht Klinsmann vorne dran. Das ist, keiner Vergleich, ehrlich gesagt. Ja, irgendwie ist es, ja, ich will dir gar nicht widersprechen. Ich finde hier, der Hauptstadtclub ist so sexy, der ist so sexy wie die Nationalmannschaft. Ja, die können sich sogar einen Trainer ohne gültige Trainerlizenz leisten. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt und mir würde es nicht wehtun, wenn das gegen die Wand fährt. Aber schauen wir mal. Hätten wir zumindest noch was zu lachen. Das wäre echt lustig. Gut. Gut, würde ich sagen, haben wir es jetzt, oder? Genau, wir fragen. Wir müssen auch erstmal selber gucken, dass wir nicht an die Wand fahren, von daher. Voller Kraft voraus. Und da haut er wieder irgendwie alles in die Tonne. Auf nach Hoffenheim, auch ohne Karte, alle. Genau, volle Fahrt nach Hoffenheim. Basti und ich fahren hin, wir zeigen erstmal, wo der Fisch die Locken hat und holen die 3 Punkte. Das ist zwar der Frosch und nicht der Fisch, aber auch gut. Ist doch der Frosch, der Fisch, kann man mittlerweile gar nicht mehr auseinanderhalten. Tatsächlich. Genau. Ja, wir sind so Multikulti und bewegen uns alle im Zwischendrin und nirgendwo. Also insofern, ob der Fisch oder der Frosch, ich habe sie beide gern. Gut, also ihr zwei fahrt nach Hoffenheim und versucht da den Bock aus dem Dreck zu ziehen und den Karren umzuschmeißen. Wer noch da ist und die beiden sieht, kann denen eine Weißweinschorle ausgeben. Wir beenden damit den Podcast für diese Woche und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und gucken mal, über wie viele Punkte Ausbeute wir dann sprechen können. Bis dahin, macht's gut.